Alors. Also, lieber Herr Trepper, Sie sind 1961, ich sage jetzt nicht, wie alt ich da schon war, ja, in Duisburg-Rheinhausen geboren. Wieso heißt das plötzlich Duisburg-Rheinhausen? Und wo sind Sie denn wirklich geboren? In Duisburg oder in Rheinhausen? Nein, ich bin linksrheinisch geboren in Rheinhausen. Und da legen alle die, die in Rheinhausen leben und geboren sind, gesteigerten Wert darauf. Das ist 1975 bei einer schwachsinnigen Gebietsreform einkassiert worden. Und eine 90.000 Seelenstadt, die sehr vermögend war, denn damals ging es der Stahlindustrie noch recht gut, die hat sich die Stadt Duisburg einverleibt mit Hilfe des damaligen einzigen bekannten Regierungspräsidenten Deutschlands, der Antwerpes. Und das ist der einzige, den man kennt. Es gibt 11, man kennt keine Sau, aber den kennt man. Ja. Und da wurde die Stadtkasse Rheinhausens bis zu dem Tag, wo die das noch selber im Stadtrat entscheiden durften, wurde jeder Verein aufgefordert, Anträge zu stellen. Die haben das Geld nicht mit der Gießkanne, sondern mit einem C-Rohr rausgeballert, damit es Duisburg nicht kriegt. Aber Duisburg hat die U-Bahn gebaut, die ist übrigens bis heute nicht fertig. Und damit haben die begonnen. Das ist aber gut mit der U-Bahn, das muss ich mir merken, wegen BER. Dann kann ich ja so einen Vergleich mal anbringen. Der passt. Und das heißt, Sie sind auch in Rheinhausen aufgewachsen? Ja, ich habe da lange gelebt, bis ich weit über 30 war, habe ich Rheinhausen nicht verlassen. Bin dann von Rheinhausen der Liebe wegen nach Xanten am Niederrhein gezogen und dann nach Duisburg, weil ich dann da halt gearbeitet habe. Das war ein schwerer Schritt. Nach Xanten, der war einfacher. Weil ich meine der nach Duisburg. Das hat wehgetan, ja. Und da habe ich auch eine Zeit lang gesagt, wenn man mich gefragt hat, wo wohnst du denn, habe ich gesagt, in der Nähe von Düsseldorf. Da konnte ich mitnehmen. Aber nun ist auch, irgendwann ist dann auch gut und dann konnte ich mich da auch mit identifizieren. War das mehr eine Entwicklung wie in einer Kleinstadt oder haben Sie das schon als Großstadt empfunden, Rheinhausen? Rheinhausen war eine für mich stinknormale Stadt. Ich kannte ja nur die Städte, wo meine Eltern mit mir hingefahren sind. Also das heißt, wir waren entweder in Moers am Niederrhein, da lebte meine Oma, oder 3-4 Mal im Jahr hieß es, jetzt fahren wir einkaufen, dann fahren wir nach Duisburg. Da war ich schon klatschnass geschwitzt, weil ich gedacht habe, diese Riesenstadt, das ist ein Wahnsinn da, da gibt es ja mehrere Geschäfte. Und das fand ich irre. Und mir war da schon immer so, dass ich gesagt habe, mir ist das hier zu rüselig, das wollte ich nicht. Und rüselig, kennt man, ne? So unruhig. Ja, man, ja, sowas stellen wir uns darunter vor. Gut, und deswegen war Duisburg für mich eine große Stadt. Was machten Ihre Eltern beruflich? Meine Mutter war Hausfrau, hat dann zwischenzeitlich Putzstellen gehabt. Und mein Vater war bei Krupp, wie mein Opa, wie mein Bruder, wie auch ich. Und mein Vater war im Betrieb, in einer Materialdisposition, so schimpfte sich das. Also wenn irgendjemand kam und sagt, ich brauche 5 Schrauben, dann hat mein Vater in der Karteikarte eingetragen, 5 Schrauben weniger. Und weil das eine sehr erfüllende Aufgabe ist, hat er sich dann über die IG Metall, war er dann im Betriebsrat. Und wenn mein Vater von der Arbeit erzählt hat zu Hause, wenn überhaupt, dann waren das immer Gewerkschaftssachen und Sachen aus dem Betriebsrat. Und ich kann mich dann noch erinnern. War er abgestellt in dem Betriebsrat, also sozusagen hauptamtlich? Ja, ich weiß. Also er war es ganz zum Schluss für halbe Tage. Da war eine ganz komische Konstellation. Da waren 4 Leute, die abgestellt waren. Und einer wollte aber nur halbe Tage abgestellt sein. Und da hat mein Vater als derjenige, der bei den Sitzungen und bei den ganzen Terminen hat er immer den Schriftführer gemacht. Und da hat er dann, war er dann für halbe Tage abgestellt. Aber das ging nicht lange. Und dann gab es eine neue Wahl. Da war ja auch so eine komische Listenwahl. Und da hat die DAG
also die Deutsche Angestelltengewerkschaft, erdrutschartige Gewinne verzeichnet, hatten dann 4% statt sonst immer 3%. Und da hat die IG Metall einen Sitz mehr verloren. Und das war der sichere Listenplatz meines Vaters. Und da war er nicht mehr im Betriebsrat, was ihn sehr getroffen hat. Da kann ich mich dran entsinnen. Hatten Sie schon als Kind sich früh mit Kunst und Kultur beschäftigt oder war das eher fern? Als Kind war es fern. Als Kind habe ich mich wirklich mehr mit Politik beschäftigt. Ich weiß, dass mein Vater wirklich darauf erpicht war, dass ich sowas sehe. Also ich kann mich an einen klassischen Satz erinnern, dass er immer gesagt hat, so, jetzt setz dich da mal hin, guckst du Tagesschau, weißt du, was in der Welt los ist. Und mich hat das wirklich interessiert. Und ich habe dann längere Zeit bei meinem Onkel und bei meiner Tante gelebt, weil meine Mutter über Jahre sehr krank war. Und mein Onkel, für den war es völlig normal, wenn ich von der Schule kam, zu sagen, setz dich mal dahin. Und dann lief eine Bundestagsdebatte, die er sich angeguckt hat und ich saß daneben. Und ich durfte immer alle 5 Minuten 2 Fragen stellen. Und das schult ungemein. Erstens, man fragt nichts Blödes, sondern nur noch das, was man wirklich für den Zusammenhang braucht. Aber deswegen kann ich mich an viele Scharmützel in der damaligen Zeit im Bundestag sehr erinnern. Also es war so noch die Zeit von Strauß und Wehner und so. Strauß, Wehner, Barzel, ja. Also war so, ja. War spannende Debatten, stimmt. Die waren sehr spannend. Ja. Da flogen die Fetzen und da waren, ich meine, wenn man sich, stellen Sie sich mal hin, also Sie jetzt ausgenommen, sondern alle anderen, zählen Sie mal die Fraktionschefs der im Bundestag vertretenen Parteien auf. Die könnten nackt hier über den Kudamm laufen, das würde keine Sau interessieren. Und doch, in Berlin würde aber nur das nackte interessieren, nicht die Fraktionsvorsitzenden. Aber wenn das früher war, da, also das waren Persönlichkeiten, die konnten den ganzen Abend schmeißen und haben mit ihrem Wissen, und zwar auch um das Wissen des Alltags der Leute, viel mehr gewusst als Politiker heute, die im Grunde genommen, ich glaube, man sagt immer Berufspolitiker sind. Und da hat mein Onkel mich immer vorgewarnt, vor solchen Leuten. Ja, aber ich glaube, dafür gibt es eine Erklärung. Nach 45, nach einem solchen Zusammenbruch, kommen so außergewöhnliche Persönlichkeiten aus ganz verschiedenen Ecken der Welt, die dann in dem Bundestag dominieren. Also die Unterschiede zwischen Strauß und Wehner und Brandt und Kiesinger und auch Adenauer. Deshalb sind das solche Einzelpersönlichkeiten, die man sich merkt, jetzt fängt der Bundestag an zu verbeamten. Aber ich glaube, so groß letztendlich in den Wurzeln dessen, was Sie gemacht haben, waren die Unterschiede nicht. Ich finde, da sind sie heute manchmal größer. Ich glaube, wissen Sie, was interessant ist, dass ja der vorhergehende Bundespräsident, die Kanzlerin und der vorhergehende Oppositionsführer alle drei aus dem Osten kamen. Ja. Das hängt nur wieder damit zusammen, dass es dort einen Umbruch gab. Ja. So dass wieder verschiedene Bürger und jetzt verbeamtet das auch. Dadurch wird das immer langweilig, ja, glaube ich. Das sehe ich genauso, das stinkt langweilig. Sagen Sie mal zu Ihren Bühnenerfahrungen. Ja. Da waren Sie Jugendlicher, glaube ich. Da haben Sie sich doch dann angefangen, für Theater zu interessieren. Ja. Und da würde mich als Erstes interessieren, haben Sie Ihre ersten Bühnenerfahrungen hinter der Bühne gemacht oder auf der Bühne? Die allererste Erfahrung waren auf einer Bühne. Da war ich im kirchlichen Jugendheim. Früher nannte man das Mitarbeiter. Also du hast dann in der Teestube Toast verkauft und hast dafür 2 Toast umsonst gekriegt. Und da sollte mal eine Feier organisiert werden. Und ich habe mich darüber aufgeregt, dass derjenige, der das gemacht hat, meiner Meinung nach das nicht gut gemacht hat. Und das habe ich dem irgendwann mal gesagt. Und dann hat er gesagt, dann leck mich am Arsch, dann mach doch selbst. Und da habe ich das gemacht. Und habe dann ein 1,5 Stunden Bühnenprogramm mit den Leuten aus diesem Jugendheim zusammengebastelt. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann haben alle gesagt, man müsste mal so ein Theaterstück haben. Und dann habe ich mich irgendwann getraut und habe eins geschrieben. Und dann, das weiß ich noch, das hieß, mit 15 hat man keine Sorgen. Und Sie haben 2 Theaterstücke ja, geschrieben. Ja, und das zweite, das war also geradezu richtungsweisend, da war ich 17, das hieß Schwereslos, Arbeitslos, Aussichtslos. Und ging um einen Jugendlichen, der keine Lehrstelle bekam.
Und darf ich mal fragen, wann die erste Premiere wo stattgefunden hat? Im Jugendzentrum St. Peter in Rheinhausen. Und, von beiden Stücken? Ja. Der, das zweite Stück mit dem Arbeitslosen sollte eigentlich nicht im katholischen Jugendheim sein, weil da hatte ich mich inzwischen mit dem Chef verworfen, sondern im evangelischen, also viel Alternative hatte man ja nicht. Und da habe ich einen der interessantesten Männer meines Lebens kennengelernt, denn der verantwortliche Pfarrer in diesem evangelischen Jugendheim, der gesagt hat, du kannst das sofort bei uns aufführen, war Nikolaus Schneider. Und der frühere Chef der evangelischen Kirche Duisburgs, Deutschlands, Entschuldigung. Und seine Frau war meine Mathelehrerin. Und das war eine unglaubliche Konstellation und von dem Mann habe ich unglaublich viel gelernt, unter anderem auch, dass ich das doch besser in dem katholischen Jugendheim aufführe, sonst wären die stinkend sauer. Und zwar auf ihn. Und das hat er mir aber erst später gesagt. Und ja, der hat meine Kriegsdienstverweigerung geschrieben und wir haben uns nach über 30 Jahren vor 2 Jahren in einer Fernseh-Talkshow wieder getroffen und das hat mich sehr bewegt. Ich habe ihn mal bei Hart aber fair erlebt und da wurden wir am Schluss gefragt, wen wir, wenn wir jetzt einsam irgendwo hinfahren, hinfliegen müssten, mitnehmen. Und da habe ich mich sofort für ihn entschieden. Ja. Da habe ich gesagt, ich mache das in der Zeit noch aus ihm, demokratischen Sozialisten. Dann lachten alle und da sagt er hinter mir, ich stehe sowieso schon in dem Hof. Ja, das war in der Tat so. Es gab 3 Pfarrer, die in der evangelischen Kirche im Ende der 70er Jahre einen sehr zweifelhaften Ruf hatten. Das war, ein Pfarrer hieß Jürgen Fliege, der andere hieß Nikolaus Schneider und der dritte hieß Wolfgang Wallrich. Und bei Nikolaus Schneider habe ich 2 Jahre lang den Babysitter gemacht und der andere war der Pfarrer, der meine Trauung durchgezogen hat. Also ich, und auf den Flieger habe ich keinen Wert gelegt. Also die waren sehr rebellisch. Sie waren also, Sie sind gleich evangelisch getauft oder haben Sie gewechselt? Nein. Das, ich war immer katholisch und als der Pastor kam, um das Traugespräch zu führen, ging der raus und dann habe ich meiner designierten, sagt man, Frau mitgeteilt, dass ich nicht kirchlich heiraten werde. Zu diesen Bedingungen, die der Knabe da aufgezählt hat, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und da hat sie gesagt, ja, aber das geht doch nicht. Und dann habe ich gesagt, Moment, was steht denn in unserer Einladung genau drin? Da stand nur drin die Kirche. Ich sagte, da steht kein Pfarrer drin, da steht nicht. Und dann habe ich Nickel Schneider in meiner Not angerufen und habe ich gesagt, ich möchte evangelisch werden. Da hat er gesagt, das ist super, das finde ich ganz toll. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe nur 2 Wochen. Und dann hat er mir geholfen. Und so haben wir also einen ökumenischen Gottesdienst gemacht. Und wir haben die kirchliche Trauung nicht absagen müssen. Aber ich bin stur geblieben und habe nicht zu den Bedingungen der katholischen Kirche geheiratet. Das hätte ich nicht gemacht. Wissen Sie, ich habe vor ein paar Jahren in Berlin erlebt, entfernte Verwandte von mir heirateten, er katholisch, sie evangelisch. Und dann war ein katholischer Pastor und ein evangelischer Pfarrer da. Aber die eigentliche Trauung durfte nur der Evangele vollziehen, weil das dem Katholiken wieder so nicht erlaubt ist. Ja. Aber der Höhepunkt war, dass seine Eltern Berlin im 21. Jahrhundert nicht erschienen sind, weil er eine Evangelin geheiratet hat. Um Gottes Willen. Also, das gibt's noch? Ja, ich habe auch gedacht. Das hätte ich abgestritten. Das hätte ich wirklich abgestritten, dass es so etwas gibt. Ja, ich habe von Freunden mal gehört, für möglich gehalten. Wenn ein gleichgeschlechtliches Paar, was ja schlimm genug ist, dass die nicht ganz normal heiraten dürfen, wie ich finde, dass Eltern da nicht erschienen sind, das habe ich schon mal gehört. Aber das habe ich noch nie gehört. Ja, und also und dann mit der Begründung ist ja erschreckend. Ja, fassungslos. Ja, zu Recht. Ich meine, wenn Sie jemanden wie mich geheiratet hätten, das hätte ich ja noch verstehen. Da wäre ich nicht gegangen. Aber evangelisch muss doch noch hinnehmbar sein. Das, ne? Also wirklich, im Lutherjahr sollte das machbar sein. Ja. So, und dann aber, obwohl Sie schon Theaterstücke geschrieben hatten, obwohl Sie auf der Bühne standen und doch wahrscheinlich eine leichte Affinität in der Richtung spürten, haben Sie eben eine Kruppsche Kaufmannsausbildung gemacht. Ja. Wahrscheinlich war das so der Wunsch Ihres Vaters, nehme ich an, oder? Also Wunsch ist nett formuliert. Also die Alternativen waren nicht sehr groß. Und
Nein, also ernsthaft, das hat mich damals sehr geärgert, weil ich war auf dem Gymnasium und habe aufgrund, da lege ich wirklich Wert drauf, aufgrund meiner Lateinkenntnisse, ich hatte nie was anderes als eine 6 im Lateinunterricht. Danke. Und, ein Glück, dass Sie mich nicht fragen, was ich in Latein hatte. Ja, sprechen Sie mal weiter. Und da ich aber auf einem neusprachlichen Gymnasium war, führte das dazu, dass ich dann immer sitzen geblieben bin. Die Nachprüfungen, die man, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, Nachprüfung, am Ende der Sommerferien wird man nochmal geprüft und wenn man dann die Leistung sich in 6 Wochen reingebimst hat, durfte man dann doch in die alte Klasse und wenn nicht, musste man in die neue. Und alle Lehrer haben mir gesagt, pass mal auf, du verlierst hier Jahr für Jahr, lass es einfach, geh zur Realschule, da gibt es kein Latein, da kommst du auch nicht in die Verlegenheit, das Jahr zu wiederholen. Und wenn man da gute Noten bringt, dann kannst du nach der 10. Klasse zurück aufs Gymnasium und kannst dann Latein abwählen. Und das war mein Ziel. Und als das auch darauf hinauslief, dass das klappt, hat mein Vater gesagt, ja, er findet das super mit dem Abitur, das könnte ich dann nach der Lehre machen. Und ich habe dann widerwillig, ich habe extra Rechtschreibfehler gemacht in die Bewerbung, die an Krupp geschickt wurde. Leider waren die nicht so blöde wie ich, außerdem war mein Vater stellvertretender Betriebsratschef, also da musstest du schon ziemlich dämlich sein, wenn sie dich nicht nehmen. Und so hatte ich dann da einen Ausbildungsplatz und habe dann die 2,5 uninteressantesten Jahre meines Lebens damit verbracht, Buchhaltung zu lernen. Ach, Buchhaltung. Das heißt, Sie haben die Arbeiterschaft nicht richtig kennengelernt? Doch. Doch, doch, weil wann immer es ging, wenn ich wusste, also Krupp ist ja eine Behörde, jedenfalls zu der damaligen Zeit, denn davon gibt es nichts mehr in Rheinhausen, gar nichts mehr. Da, wo ich gearbeitet habe über Jahre, der Bau ist asbestverseucht und wird noch nicht mal abgerissen, weil kein Geld dafür da ist. Dann war es so, ich habe mich immer in die... Das ist in Berlin anders, der Palast der Republik wurde abgerissen. Ja. Aber ein anderes Asbestgebäude in West-Berlin nicht. Ja. Und dann war es so, dass ich mich immer dann in eine bestimmte Abteilung habe versetzen lassen, weil ich sagte, hier ist der Ausbilder, der ist gar nicht da, der ist krank, ich kann ja nichts machen außer fotokopieren, das konnte ich nach 2 Jahren ziemlich gut. Dann habe ich mich immer in die Personalabteilung der Montage versetzen lassen. Erstens mochte ich da den Chef und zweitens hat er mich da wirklich arbeiten lassen. Ich konnte da dann wirklich drehen und sagen, ja, der ist 2 Wochen da, da muss der mal 3 Tage zu Hause bleiben. Und dann kann ich, das hat mir großen Spaß gemacht, das war das Einzige. Und ich habe immer gesagt, wenn da eine Planstelle ist, dann bleibe ich nach der Ausbildung da. Die gab es natürlich nicht. Und dann habe ich mich durch alle Stahlhäuser gefummelt, die es in unserer Gegend gab, bis ich dann endlich nach ein paar Jahren erlöst war. Sagen Sie mir trotzdem, was mich interessiert, können Sie noch heute professionell kaufen und verkaufen, also mich zum Beispiel über den Tisch ziehen im Rahmen von Kaufverhandlungen? Nein, weil diese, das ist ja illusorisch, wenn du in so einem Unternehmen wie Krupp oder später war ich bei Klöckner bist, wenn einer da sagt, ich bin Verkäufer, da lache ich mich ja kaputt. Die hatten alle so ein Aktenköfferchen in der Hand, Lederschlips. In dem Aktenkoffer waren Apfel, ein Lottoschein und der Playboy. Und dann haben die einen da auf dicke Hose gemacht. Du hast ja überhaupt keinen Spielraum. Du konntest, wenn du da Stahl verkauft hast, dann konntest du sagen, also gut, 10 Euro weniger oder 10 Mark mehr oder 10 Mark weniger. Das war aber auch für alles andere, hattest du zum Abteilungsleiter zu rennen oder zu dem, der da drüber war. Und wenn die Aufträge groß waren, dann hat man die dem einfachen Sachbearbeiter einfach weggenommen und gesagt, da müssen wir uns drum kümmern. Ist ja auch in Ordnung, aber mich haben die Leute immer genervt, die da so auf dicke Hose gemacht haben. Ja, wissen Sie, der Dieter Mann, der Schauspieler, der Intendant des Deutschen Theaters war, der hat mir erzählt, sein Vater war ein polnischer Hilfsarbeiter. Und der träumte immer davon, dass sein Sohn eines Tages mit blauem Kittel und einem Stift hier oben drin
durch die Fabrik geht. Das war sein Traum. Und ein weißer Helm. Dann wusstest du, der war Meister oder mindestens Vorarbeiter. Vor 50er Jahre, da gab es noch keine Helme. Ja. Nur sehr wenige. Das war immer sehr schön, wenn da einer in einem gebügelten Kittel durchs Stahlwerk lief, weißer Helm und dann der IG Metall-Aufkleber vorne drauf. Ja, ja. Und dann hat er sich benommen wie ein Arsch und hat die Leute da zusammengeschissen. Da waren mir die anderen lieber, die da drunter standen. Welche Hobbys hatten Sie und haben Sie eigentlich? Ich habe von zwei gehört. Mal sehen, ob die kommen. Also früher waren meine Hobbys, ich habe leidenschaftlich gern Radio gehört. Bis nachts. Also heimlich, so dass meine Eltern die Erfindung des Kopfhörers, ich habe einen älteren Bruder und der hatte einen Kopfhörer, er lebe hoch, also der Kopfhörer, und da konnte ich bis nachts, habe ich wirklich Reportagen gehört und fand das ganz toll. Warum Radio und nicht Fernsehen? Ich glaube, weil Radio bis heute mehr Platz lässt. Im Fernsehen höre ich die Sachen, ich sehe sie, und wenn man sagen wollte, jetzt denken Sie doch mal selber, dann müsste man den Film mal ein paar Sekunden anhalten. Und Radio macht Kino im Kopf, ohne dass jemand anders meinen Film sieht. Mhm. Wenn ich habe Reportagen gehört, die habe ich geliebt, wirklich. Hatte der noch nicht den Ruf, den er später hatte. Aber ich wusste, der Name Peter Schollatour, dann habe ich das Radio lauter gemacht. Der hat dann aus, kann ich mich noch genau daran erinnern, das war 1975, da wurde Papua-Neuguinea Mitglied der UNO. Und da hat der eine Reportage hingeschmissen, das war unglaublich. Jeder, der die gehört hat, hat gesagt, ich muss da morgen hin. Ja. Und das stimmt. Ich glaube, das ist hohe Kunst, und das hat mich fasziniert, weil viel mehr in der Birne passiert, als wenn man jetzt den gleichen Film im Fernsehen gesehen hätte. Das grenzt ein. Ja, wobei die Menschen, glaube ich, über Bilder ansprechbar sind. Denn ich kann mich erinnern, dass mal eine Hungerkatastrophe in Äthiopien war. Und da stand in allen Zeitungen, sie sollen spenden. Und das wurde so gut wie gar nicht gespendet. Ja. Und dann hat die Lea Roos einen Film gebracht. Und dann sahst du die Mütter weinend, die Säuglinge weinend, weil auch in den Brüsten keine Milch mehr war, nichts. Ja. Und Spenden über Spenden. Das heißt, über die Bilder wurden sie angesprochen, vorher nicht. Es gab es auch noch im anderen Fall, das war auch in den 70ern, als die Deutschen zum ersten Mal die amerikanische Serie Holocaust gesehen haben. Da ging aber mal ein Ruck durchs Kirchenschiff. Da haben die Leute das gesehen, und das stimmt, sie haben recht. Bilder lösen manchmal so Sachen dann auf, das stimmt. Aber Sie hatten noch ein zweites Hobby im Sport, Handball. Ja, das ist bis heute so. Aber wieso Handball und nicht Fußball? Also, ich konnte beides nicht. Da geht es uns erstmal gleich. Für ich stand übrigens immer im Tor. Torwart und Linksaußen, das sind immer die, die einen an der Waffel haben. Das wissen Sie. Ne? Ja. Die sind immer verrückt, immer. Aber nein, ich werde Ihnen sagen, warum. Ich wollte nicht die ganze Zeit übers Feld rennen. Dazu war ich zu faul. Deshalb habe ich mich ins Tor gestellt. Leider kam ich nicht oben an die Stange ran. Das war der Nachteil. Ihnen hätte ich auch abgenommen, dass Sie gesagt hätten, Sie wollten anders aussehen als die anderen, weil ein Torwart hat ein anderes Trikot. Da hätte ich auch geglaubt. Ja, aber ich glaube, wir hatten gar keine Trikots. Aber Handball hat mich deshalb fasziniert. Ja. Einmal war das der bestimmende Sport in Rheinhausen. Das war immer hochklassig. Zweite Liga, erste Liga, Halbfinale, deutsche Meisterschaften. Also da war wirklich Leistungssport. Und die Fußballer krebsen, glaube ich, bis heute in der 8. Liga rum, Kreisliga A, weiß der Deibel, habe ich nie geguckt, habe mich nie interessiert. Und die Fußball-Bundesliga war nah an der Haustür, einmal durch den MSV Duisburg und, was viele vergessen haben, durch Bayer Uerdingen. Das war viel näher an Rheinhausen dran als der MSV Duisburg, da musste ich ja über den Rhein. Und Uerdingen, das ging durch zwei Arbeitersiedlungen, dann stand es an der Grotenburg am Stadion. Das Schöne war, die spielten immer abwechselnd. Also wenn Duisburg zu Hause spielte, spielte Uerdingen auswärts. Und mein Cousin, ich erzählte ja vorhin, ich habe bei meiner Tante und bei meinem Onkel gelebt, der war 9 Jahre älter als ich, hatte ein Auto und ihm war scheißegal, welches Fußballspiel er sah. Und dann hat er mich immer mitgenommen, sodass ich also im Wechsel
immer viel Fußball gesehen habe, aber mit Leidenschaft habe ich mich immer für Handball interessiert. Bis heute noch so. Und Sie wurden im Handball in den 90er Jahren Sportfunktionär und waren der erste hauptberufliche, ich muss hier nachgucken, Handball-Bundesliga-Manager in Deutschland. Wie haben Sie das denn geschafft? Das kostet ja Geld, wenn Sie hauptberuflich waren. Der Verein hat das bezahlt. Ich habe damals, als man mich gefragt hat, ob ich das machen würde, also vom Verein her, da war ein ganz wunderbarer erster Vorsitzender, eine vaterähnliche Figur, und der hat gesagt, du musst das jetzt mal machen. Und dann habe ich gesagt, wie soll das gehen und wie soll das mit dem Geld gehen? Und dann hat er gesagt, ich soll ihm ausrechnen, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich soll ausrechnen. Mir ist gerade eingefallen, sind ja mein Gast. Ja. Das sieht aus wie Wasser, ist aber Wodka. Sie dann bin ich beruhigt, weil dann wäre ich auch sehr enttäuscht. Und dann hat er mich gefragt, wie viel Geld brauchst du, damit du alle deine fixen Kosten abdecken kannst. Und als ich Luft holen wollte, um zu sagen, das muss ich mir überlegen, weiß ich nicht so genau, hat er gesagt, egal welche Summe kommt, die kriegst du fix. Und dann habe ich sofort gesagt, dann mache ich's. Und dann haben wir den Deal gemacht, von allen zusätzlichen Einnahmen, Werbeeinnahmen, alles, was zusätzlich reinkommt, habe ich dann 25% bekommen. Das klang wenig. Mir ging es saugut. Und das habe ich dann sehr rigoros mit viel zu viel Einsatz gemacht. Ja, das glaube ich ja. Wenn, dann mit Leidenschaft, ne? Ja, das war zu viel. Das war Besessenheit. Ich habe alles selber gemacht. Ich habe wirklich alles selber gemacht. Ich habe immer gesagt, die Hallenpravda, dieses Zuschauerheft, was man also bekommt, das habe ich geschrieben. Ich habe die Plakate entworfen. Ich habe die Eintrittskarten verkauft. Ich habe alles gemacht. Und habe mit den Spielern verhandelt, habe die Verträge geschlossen. Ich habe alles gemacht. Und da war ich wirklich jung. Da war ich Anfang 30 und habe das gesundheitlich nicht geschafft. Also nach 3 Jahren dieser Hauptamtlichkeit war ich nicht mehr in der Lage, ohne Schwindel und ohne körperliche, erhebliche Schwierigkeiten. Also das, was man heute Burnout nennt? Ich finde, Burnout ist ein Modebegriff. Ja. Ich sag mal so, ich war wirklich sehr müde und überarbeitet. Mit dem OSC, glaube ich, ne? Ja. Rheinhausen. Ja, Olympischer Sportclub. Ach so, olympisch heißt das, ja. Also mit dem Olympischen Sportclub Rheinhausen haben Sie 92, 93 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Ja. In der nächsten Saison den Abstieg und dann 95 wieder den Aufstieg. Und dann mussten Sie aufhören. Aber das war nach dem Aufstieg oder vor dem Aufstieg? Nein, das hätte ich nie gemacht. Nach dem Aufstieg. Nach dem Aufstieg. Ich wollte nach dem Aufstieg mich hinstellen und sagen, ich übergebe. Das war eine... Man muss das wirklich heute mal sagen. Wenn Sie heute den THW Kiel als Marktführer, also das ist Bayern München im Handball, wenn Sie sich nicht auskennen, die haben einen Etat von 7,5 bis 8 Millionen Euro. Wir hatten damals einen Etat von 700.000 Mark. Wir hatten die jüngste und billigste Mannschaft, die in der zweiten Liga rumlief, mit dem prominentesten Trainer. Vielleicht kennt ihn jemand vom Namen her, Petre Ivanescu, ein wundervoller Mensch, mittlerweile über 80 und eine Persönlichkeit, wie man sie selten trifft. Und der hat zu mir gesagt, mir ist egal, ob du krank bist, du gehst, wenn wir fertig sind. Und das haben wir gemacht. Und das hat sehr großen Spaß gemacht, aber... Da war ich wirklich am Ende meiner Kräfte. Ich lag in dem entscheidenden Spiel in der Woche zuvor im Krankenhaus und bin war samstags morgens entlassen worden und saß samstags abends auf der Bank. Und am gleichen Samstagabends um 10 habe ich dann gesagt, das war's. Sie haben dann bei Radio Duisburg richtig gelernt.
Innerhalb von 3 Jahren waren Sie Volunteur, Redakteur, Moderator, Chef vom Dienst. Ja. Wie schafft man es in 3 Jahren vom Volunteur zum Chef vom Dienst? Da waren mehrere Zufälle. Ich bin zu Radio Duisburg gegangen, also nachdem ich wirklich 3-4 Monate nichts gemacht habe, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht doof war und von dem Geld, was ich verdient habe, was zur Seite gelegt habe, konnte ich mir das erlauben. Und dann hatte die damalige Chefredakteurin des Senders, weil ich musste da ja auch Interviews geben für den Handballkram, da hat die immer gesagt, wenn Sie keine Lust mehr für Ihren Scheiß haben, dann kommen Sie zu mir, ich nehme Sie sofort. Ich meine das beruflich. So hat sie das immer gesagt. Was mich damals sehr enttäuscht hat übrigens. Ja, auch interessant, dass sie das gleich sagt. Ja. Das muss an ihrem Blick gelegen haben. Und dann bin ich ans Telefon und habe die irgendwann angerufen und habe gesagt, gilt dieses Angebot noch? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat sie gesagt, was ich denn da machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das lernen. Und dann habe ich da als Praktikant angefangen und habe ausdrücklich darauf bestanden, dass ich alles mache, was normale Praktikanten machen. Und dann gefiel mir das und dann wurde ich freier Mitarbeiter und habe da mehr und mehr gemacht. Und ja, das war eine große Leidenschaft, das war Radio. Jetzt konnte ich da Sachen machen und die hat mich auch machen lassen. Dann kam ein anderer Chef, der hat mich noch mehr machen lassen. Dann hat der gesagt, sie machen ein Volontariat. Ich habe dann die Technikschule besucht, die musste man nicht besuchen. Ich wollte es aber, ich wollte es richtig können. Und als ich CVD war, hatte das einen riesen Vorteil, wenn dann Redakteure kamen und gesagt haben, ja, das ging nicht, den Beitrag konnte ich nicht zu Ende schneiden, das war so verrauscht, deswegen ist der kürzer, dann konnte ich mit zum Schnittplatz gehen und sagen, zeig mal her. Und das machte sehr schnell in der ganzen Redaktion die Runde, du brauchst nicht zu dem hinlaufen, der weiß, dass das nicht stimmt, der kann es und dann hat keinen Sinn. Und machen lieber länger. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und das habe ich auch mit großer Leidenschaft gemacht. Also das finde ich fantastisch. Meine Lebenserfahrung ist die umgekehrte. Mir wurde immer gesagt, mach es lieber kürzer. Nee, man hat mich da wirklich, ich wollte das auch so. Und dieses, das ist so ein Spruch beim Radio, sei fleißig, 2:30. Länger durfte früher kein Beitrag sein als 2:30. Ich habe das immer für riesengroßen Schwachsinn gehalten. Weil ich der Meinung bin, dass ein Radiobeitrag mit 1:15 so stinklangweilig sein kann, dass es eine Frechheit ist, dafür die Musik zu unterbrechen. Es gibt aber Beiträge, die sind 5 Minuten und da würde ich gerne länger zuhören. Und ich hatte das Glück, dass der damalige Chefredakteur, dem ich als Chef vom Dienst ja logischerweise unterstellt war, genau die gleiche Ansicht hatte. Und wir haben Programmwortplätze fallen lassen, wenn wir gesagt haben, wir haben hier nur Schrott, das interessiert keinen. Machen wir nicht. Wir haben aber auch gesagt, jetzt ist da ein Beitrag von 5 Minuten, wenn irgendwas Außergewöhnliches war, dann haben wir den laufen lassen. Das ist wirklich interessant. Der letzte Sender, der ja über diese berühmten 2,5 oder auch 1,5 hinausgeht, ist ja der Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk. Und es ist bloß immer so arschfrüh, aber deshalb sage ich öfter auch nein. Aber eigentlich habe ich das ganz gerne, weil die nachfragen. Sowas gibt es ja sonst gar nicht. Nein. Du stellst irgendeine Behauptung in die Welt, ob die stimmt oder nicht stimmt. Es gibt ja keine Nachfragen. Nein. Und die fragen nach. Die fragen nicht nur nach, die recherchieren sogar vorher und sagen, das stimmt nicht ganz. Also das gefällt mir ja auch schon außerordentlich gut. Ja. Aber da ist dieses Format Radio, das ja zunächst bei den privaten Radiosendern, aber jetzt auch bei allen Öffentlich-Rechtlichen ist, die streiten das immer ab, ist gelogen, natürlich haben die das. Das ist eine Seuche. Ich finde das wirklich eine Seuche und ich glaube, die Hörer werden da manchmal für so blöde gehalten, dass es schon fast an einer Beleidigung grenzt. Von 1997 bis 2002 konnte man dann Ihre erste Satire-Show sehen, Streichzart, mit Martin Weiß. Erstens, wie fanden Sie überhaupt zur Satire und zum Kabarett? Mal abgesehen von Ihrem Erlebnis in der Schule. Ja, ich habe immer gerne damals Pardon gelesen, Mad. Erinnert man sich vielleicht an Herbert Feuerstein, war Chefredakteur des deutschen Mad. Aha. Und
mir hat das immer gefallen, aktuelle Sachen von einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Da hatte ich immer meinen Spaß dran. Also Spaß wirklich im Sinne, da konnte ich drüber lachen und das gefiel mir. Und es gab eine Radiosendung im NDR, klingt jetzt so, als würde Opa vom Krieg erzählen, aber damals war es nicht so einfach. Heute machst du irgendwie Internetradio an und hörst NDR. Ich hatte damals einen Bekannten, der lebte in der Nähe von Bremen, der hat mir das dann aufgenommen und hat mir das dann auf Kassetten, die Älteren werden sich erinnern, hat er mir dazu geschickt. Und dann habe ich die mit großem Spaß gehört und dann habe ich immer gesagt, so was müsste man auch in unserem Sender mal machen. Und dann bin ich damit zu meinem Chefredakteur gelaufen und habe gesagt, hören Sie sich das mal an. Und dann hat er gesagt, ja, dann schlage ich mal vor, machen Sie mal. Und was mich sehr gefreut hat, war, dass er vor der ersten Sendung gesagt hat, also das ist Satire und das soll frech sein. Habe ich Sie richtig verstanden? Da habe ich gesagt, ja. Da sagt er, passen Sie mal auf, Trepper. Wenn ich Montag in mein Büro komme und die Tür hebt sich nicht durch die Beschwerdefaxe ab, dann haben Sie aber was falsch gemacht. Und mit dem im Hinterkopf haben wir dann die Sendung gemacht. Also die Tür hat sich nicht gehoben, aber war schon ordentlich. Was haben Sie, was war so der Inhalt? Können Sie sich noch erinnern? Ja, weil ich wirklich das liebend gerne gemacht habe und ich bin davon überzeugt, die Sendung würde heute noch funktionieren. Wir haben die ganze Sendung bestand aus Formaten. Sie begann grundsätzlich damit, dass ich die Schlagerfrage gestellt habe. Die Schlagerfrage hieß immer, sollen wir diesen Titel am Ende der Sendung spielen? Rufen Sie an. Und wenn Sie das hören wollen, rufen Sie an. Und dann haben wir immer gesagt, und jetzt kommt das Interessante, wenn Sie das nicht hören wollen, rufen Sie auch an. Und es war keine Nummer, mit der Sender Geld verdient hätte, sondern war die ganz reguläre Hörerhotline. Und das Ergebnis stand immer fest. Es waren immer 56,4% der Hörer dafür. Immer. Die Hörer, die Sendung jedes Mal gehört haben, hatten dann ihren Spaß, wenn irgendein Depp tatsächlich anrief. Weil die gesagt haben, es ist ja völlig sinnlos anzurufen. Und die haben wir live sofort auf Sendung genommen und haben uns mit denen unterhalten und haben dann Zwischenstände erfunden. Es war völlig idiotisch. Und, aber das war eben nur ein Punkt. Wir hatten dann immer die Schlagzeilen, die dann gedreht wurden. Wir haben zu Höreraktionen aufgerufen und es war unglaublich viel Beteiligung. Wir hatten in einer Sendung, die ging 2 Stunden, hatten wir über 80 Hörer on air, also teilweise nur ganz kurz. Und es gab nachher nur die Prämisse des Senders, weil wir hatten, muss man sagen, unglaubliche Einschaltquoten. Die haben gesagt, die Nachrichten laufen, also die um 2, die laufen voll und ihr überzieht nicht. Wir durften die Werbung schieben, das ist für Privatradio ja, klar, unglaublich. Ja. Und dann haben wir in die Werbung reingequatscht. Da kamen Spots und wir haben gesagt, das stimmt übrigens nicht, dann weiter. Und da haben sich die Firmen nicht beschwert? Die haben sich beschwert, wenn wir nicht reingequatscht haben. Ach so. Natürlich nicht zu Beginn. Am Anfang war Raubdau. Dann hat die Werbeabteilung gesagt, wir fragen bei den Kunden nach. Da haben die gesagt, nee, dann hören die Leute ja wenigstens zu. Sonst dudelt die Werbung ja so weg. Und dann gab es tatsächlich eine Kneipe, also eine Kneipenkette. Wie hieß die verdammt? Extrablatt oder sowas? Gibt's das? Ja. Und die haben sich beschwert, weil wir da nichts zu gesagt haben. Die Wahrheit war, Marc war eine rauchen und ich war um Klo. Und dann haben wir das laufen lassen. Ja. Waren Sie mit dem Martin Weiß befreundet? Nein, wir haben diese Sendung zusammen gemacht. Und er ist dann, deswegen wurde die Sendung auch eingestellt, er war eigentlich Nachrichtensprecher und ist dann Nachrichtenchef bei Radio NRW geworden, dem größten privaten Sender, weil das ein Senderverbund ist in Nordrhein-Westfalen, und ist es bis heute. Und die damalige Chefin, Elke Schneiderbanger, war der Meinung, ein Nachrichtenchef kann nicht gleichzeitig Satire machen. Ich halte das nach wie vor für falsch. Das ist deutsch gedacht. Ich halte das immer noch für falsch. Und ich habe sie vor 2 Jahren wieder getroffen beim Deutschen Radiopreis und habe ihr gesagt, das werde ich Ihnen nie verzeihen. Und sie hat gesagt, und ich habe trotzdem recht.
Und ja, wissen Sie, das ist dieser Irrtum, du giltst ja in Deutschland nur als seriös, wenn du kurz langweilig bist. Und ich versuche immer ein bisschen das Gegenteil zu beweisen. Ja. Man darf auch unterhaltend sein und kann trotzdem seriös sein. Also ich versuche es. Ob es gelingt, ist noch was ganz anderes. Na, wir waren nicht befreundet, wir hatten das große Glück. Und jeder, der sowas schon mal entweder selber gemacht hat oder gesehen hat, weiß, eine Doppelmoderation ist eigentlich ganz schwierig. Richtig. Weil du bereitest dich tausendmal drauf vor und es geht trotzdem schief. Es sei denn, du hast das unfassbare Glück, dass es eine Konstellation gibt, die einfach ohne Absprache funktioniert. Und das war bei uns der Fall. Das war wieder, wie oft in meinem Leben, großer Zufall. Das hat einfach funktioniert. Wir haben irgendwann mal einen Preis bekommen und da hieß es, wie lange bereiten Sie sich überhaupt auf die Moderation vor? Und Marc hat gesagt, 4 Stunden. Und ich habe gesagt, keine Sekunde, du Arsch, das stimmt doch gar nicht. Und wir haben uns dann auf 2 Stunden geeinigt. Ich hatte recht. Wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet. Das war so. Es ging. Und wenn ich dann gelesen habe, dass Sie 1998 Chef vom Dienst wurden, hieß es, dass Sie dann im Rundfunk Chef vom Dienst waren. Aber Sie konnten die Satire weitermachen. Ja, mein Chefredakteur war ein wunderbarer Mensch. Ist er immer noch. Der lebt ja noch. Und der hat gesagt, solange Montagmorgen um 6 Uhr der Ablauf funktioniert und die Themen in den Sendungen so sind, wie sie sein sollen, ist mir scheißegal, was du hier am Wochenende verzapfst. Ab 2002 gab es dann aber eine Nachfolgesendung. Ja. Und zwar, die hieß dann logischerweise nicht mehr Streichzart, sondern Treppers Peppers. Ja. Bis Anfang 2007. Was war denn der Unterschied zur vorhergehenden Sendung? Marc war nicht mehr dabei. Im Grunde genommen war es so, wir haben mit der Sendung aufgehört und es folgten verschiedene Sachen auf diesem Sendeplatz, die alle nicht funktionierten. Und ich hatte die Schnauze voll, ich habe 5 Tage gearbeitet, der Samstag war mitunter frei, sonntags saß ich im Studio und ich wollte mehr frei haben. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem Chefredakteur, ergebnisoffen, wie das an dem Sonntag weitergehen soll. Ich hatte mehrere Ideen und habe gesagt, guck mal, die könnten das machen, so. Und er hat immer gesagt, das ist mir alles scheißegal, du setz dich da wieder hin. Und dann blieb er bei und dann habe ich gesagt, ja, wie soll die Sendung denn aussehen? Da sagt er, das ist dein Problem. Und dann habe ich gesagt, also das älteste Format der Welt im Radio ist ein Wunschkonzert. Darf man natürlich nicht Wunschkonzert nennen. Und dann hat er gesagt, ja, in Herberts Namen, dann mach sowas. Und dann haben wir gesagt, gut, die Leute sollen anrufen, sollen sich was wünschen. Wir haben die aber live on air genommen und dann wurde das sofort dann gespielt. Du hast ja dann einen Computer, kannst halt alles raussuchen. Und nach 2 Sendungen waren wir langweilig und dann habe ich zu dem Techniker gesagt, pass mal auf, egal wer jetzt anruft, ich sage einfach, das spielen wir nicht. Mal gucken, was der macht. Und das war im Grunde genommen der Versuch, das dann völlig gegen den Strich zu bürsten. Und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich in einer Woche nichts gespielt, wenn der Anrufer aus Mülheim an der Ruhr kam. Und alle Essener dürfen nicht mitmachen. Und dann haben die gerade angerufen. Und dann habe ich mich mit denen gefetzt on air. Dann habe ich gesagt, jetzt dürfen keine Kinder anrufen. Wer rufen Kinder an? Dann riefen immer Kinder an. Die habe ich immer runtergeputzt. Egal, wie alt, die Standardfrage war, wie alt bist du denn? Dann haben die gesagt, 8. Dann habe ich gesagt, toll, dann wirst du ja bald 9. So, und dann, ich habe es nur deshalb gemacht, weil ich kann ja das vorher hören, bevor das on air geht. Und es waren immer die Eltern im Hintergrund, die ja, gesagt haben, und dann sagst du das und das und das. Und da habe ich mich drüber geärgert, die haben die Kinder vorgeschickt. Also habe ich die Kinder abgebügelt und habe zum Schluss immer gesagt, und schönen Gruß am Papa, das Lied singt überhaupt nicht Chuck Berry, dein Papa ist ein Penner. Und dann so, zack. Und das war grenzwertig, aber hat mir großen Spaß gemacht. Und die Sendung, die habe ich dann mit anderen Sachen aufgefüllt. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich darf da machen, was ich will. Da ging es hauptsächlich um Musik, aber es war lustig und war ganz in Ordnung. Wie kam es denn zu Ihrem ersten Auftritt am Hamburger Schmidt-Theater 2003? Das ist ein großer Zufall. Ich habe irgendwann, 2003 war es, habe ich gesagt, ich möchte mal gerne ein Bühnenprogramm machen. Ich habe immer gerne
Kabarett geguckt und auch viel und liebte und liebe bis heute Hans-Dieter Hüsch und viele andere. Und habe gesagt, ich würde gerne mal selber so ein Programm machen. Und dann habe ich das gemacht und Ende 2003 habe ich das nochmal gemacht. Und einmal gespielt, einmal, einen Abend. Und habe dann wieder an Weihnachten 2004 gespielt, zwei Abende. Und dann hatte ich hier und da Auftritte in Duisburg. Und nie außerhalb Duisburgs, ging ja auch nicht, ich habe ja 6 Tage gearbeitet. Und dann hat ein anderer Kabarettist aus Duisburg, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, Kai Magnus Sting, der hat dann zu mir mal gesagt, als wir uns in der Stadt getroffen haben, du müsstest mal woanders auftreten, nicht immer nur in Duisburg, das ist gar nicht schlecht, was du machst, das musst du mal woanders machen. Da sage ich, ja, mich kennt kein Schwein, wie soll das gehen? Und da sagt er, ich fahre zum Beispiel Samstag nach Hamburg ins Schmidt-Theater. Da habe ich den Groß angeguckt, da sagt er, da müsstest du mal auftreten. Da sage ich, ja, das geht nicht, die kennen mich nicht, außerdem, ich weiß gar nicht, ob ich so lange spielen kann. Und da sagt er, weißt du was, ich rufe da an. Und dann hat er da angerufen und die Programmchefin hat dann gesagt, vor 5 Minuten ist mir ein Künstler abgesprungen für die Mitternachtsshow am Wochenende. Und hat sich dann 3-mal von Kai versichern lassen, dass ich bei 2 und 2,4 rauskriege. Und hat dann gesagt, weißt du was, bring den einfach mit. Und dann war abgemacht, ich darf 5 Minuten auf die Bühne. 5 Minuten. Mit dem Zusatz, der mich im Nachhinein wirklich sehr ärgert, solltest du das nicht schaffen, gib mir ein Zeichen. 5 Minuten. Und dann habe ich die 5 Minuten gemacht, nicht wissend, dass der wunderbare Conny Littmann hinten im Bogen stand. Und dann hat er geguckt und hat gesagt, was ist das für einer? Und ich wurde dann nach der Vorstellung an Cornys Tisch zitiert. Ja, und der hat ihn ja empfohlen, auf Tour zu gehen und das Radio bleiben zu lassen. Kann man sagen, er hatte einen entscheidenden Einfluss auf ihre Entwicklung? Ohne Corny sähe sich nicht hier. Conny Littmann hat, ich habe das mal auf einer Laudatio gesagt, da hat er einen Preis bekommen als Optimist des Jahres. Und dann habe ich gesagt, man kann glücklich sein, Optimisten zu treffen. Ich habe mal einen getroffen und der hat mein Leben verändert. Und ich meinte ihn. Das war Anfang 2006, hat er gesagt, ich soll in einer längeren Produktion für das Haus spielen. Dann habe ich das gemacht. Dann hat er gesagt, nächstes Jahr spielst du die ganzen 7 Wochen am Stück hier. Da habe ich gesagt, kann ich nicht, so viel Urlaub habe ich nicht. Und da hat er gesagt, bis dahin arbeitest du nicht mehr beim Radio. Da habe ich gesagt, doch. Und dann hat er gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung. Wir gehen mal essen und dann sage ich dir, wie deine nächsten 5 Jahre ablaufen. Wir sind essen gegangen. Seine erste Frage war, ob ich mir sicher bin, dass ich nicht auf Männer stehe. Da habe ich gesagt, ja. Da hat er gesagt, das ist sehr schade, das ist sehr, sehr schade. Und dann hat er, ich glaube, 45 Minuten am Stück gesprochen, wirklich wahr, und mir gesagt, was alles in den nächsten 5 Jahren passieren wird. Bis auf eine Sache ist alles eingetreten, was er mir an diesem Abend gesagt hat. Alles. Sodass Corny bis heute für mich ein entscheidender Ratgeber bleibt. Wollen Sie das eine erzählen? Nein. Das kann ich gut verstehen. Sie hatten, es war obendrein auch noch privat. Achso. Sie hatten 17 Soloprogramme. Ja. Und die sollen ja gesellschaftskritisch und literarisch sein. Wie passt das zusammen? Ich habe Brüche im Programm, die versteht kein Mensch. Ich meine jetzt nicht das Publikum, die verstehen es. Ich meine Kollegen, Veranstalter und Agenturen, die mir bis heute erklären, dass das, was ich mache, nicht geht. Und wenn es geht, dass man das nicht macht. Und ich habe mittlerweile zum einen die Arroganz, aber auch zum anderen die Sicherheit auf der Bühne, dass ich denke, lasst mich in Ruhe. Ich mach's. Nur ein Beispiel, ich beende jedes Programm, jedes. Also die Zugabe, es gibt eine Zugabe, wenn die Leute es mögen, und die ist immer ganz ernst. Da gibt es
wenn überhaupt nur zu Beginn, zwei, drei Lacher, um die Leute auf die falsche Fährte zu setzen. Und danach ist diese Nummer immer todernst. Da gehen Leute weinend aus dem Theater. Wirklich. Das ist für mich der schönste Moment des ganzen Abends. Wenn du vorher die Leute zum Brüllen kriegst, weil sie lachen, und hast sie am Ende, ich sag so, wie ich denke, und du hast sie am Ende bei den Eiern und weißt, die können jetzt nicht anders, die müssen jetzt husten, weil die wissen gar nicht, wohin mit ihrer eigenen Angespanntheit, dann ist das für mich ein schöner Abend und ich bin nicht willens, darauf zu verzichten, die Leute zum Lachen zu kriegen und im nächsten Moment auf den Boden knallen zu lassen. Ich mache es im aktuellen Programm so, da ist eine Nummer, da schmeißen sich die Leute weg und es gibt gar keinen Übergang, dann sage ich, aber seien Sie froh, dass Sie nicht hier an der Theke stehen oder neben Ihnen sitzen, das würde Ihnen noch fehlen. Und dann beschreibe ich, wie zwei Arbeiter, die vor 100 Jahren in Stahlwerken, Bergwerken und in Werften gearbeitet haben, sich bei einer Jubelfeier treffen und sich über die Rede dessen, der die Rede hält, und über die Gäste des Festaktes unterhalten. Dazu werden Lieder eingespielt, unter anderem die Internationale, und die Leute wissen nicht, was sie damit machen sollen. Beim Rausgehen, ich stehe immer an der Tür, sprechen mich 95% der Leute aber auf diesen Text an und sagen, den werden sie nicht vergessen. Und da habe ich meinen Spaß dran. Passt dazu Ihre rote Handtasche? Nein. Die rote Handtasche ist keine politische Äußerung, auch die roten Schuhe nicht. Die rote Handtasche, das ist eine Geschichte. Ich hatte irgendwann mein erstes Soloprogramm und Programme müssen, nochmal an alle Veranstalter und Agenturen, angeblich immer einen anderen Namen haben. Was völliger Blödsinn ist, die Leute interessiert der Name überhaupt nicht. Grönemeyer hat mal gesagt, er möchte seine LPs am liebsten einfach von A bis Z durchnehmen. Es wäre vollkommen scheißegal, deswegen hieß man jetzt LP von ihm Ö. Damit wollte er anfangen. Die Plattenfirma hat es verboten. Und es war eine Geschichte im Schmidt-Theater. Da stand ich auf der Hinterbühne mit einer Kollegin, die so Gedankenspiele mit dem Publikum macht. Und der Moderator der Veranstaltung hat die Reihenfolge verwechselt und hat sie eher auf die Bühne geholt als mich. Und sie stand da und hatte ihre Handtasche in der Hand und sagte, halt mal eben, und haute ab auf die Bühne. Jetzt war es aber so, dass ich dann von der anderen Seite auf die Bühne kommen musste und hatte immer noch die Handtasche in der Hand. Und sie hatte jetzt nur mal gesagt, ich sollte festhalten. Und dann wurde ich anmoderiert, bin mit ihrer Handtasche auf die Bühne. Die Leute gucken mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. Und ich habe nur gesagt, ja nur, sie hat gesagt, halt mal eben. Und so hieß mein erstes Programm, halt mal eben. Und dann musste ich eine Handtasche mit auf die Bühne nehmen. Ein sehr großes Kaufhaus, was auch nebenbei Kaffee verkauft, hat in dieser Woche Handtaschen im Angebot gehabt, sodass ich mir von italienischen Lederdesignern aus dem Hause TCM dieses Hochmeisterwerk für 9,95 Euro gekauft habe, Euro gekauft habe, und die nehme ich seitdem immer mit auf die Bühne, und die Leute fragen schon gar nicht mehr, entweder meinen sie, der ist bekloppt oder sie wissen es, und dann stehe ich nur immer am Ende mit dieser Handtasche da und sammle Spenden, sodass sie wenigstens einen leichten Sinn macht. Ja, also so aus Plaster und Elaster aus Skopo, so eine rote Handtasche, hätte ich auch schon gefunden. Ja. Ja. Ich habe 4 Stück davon, die gibt es immer noch bei eBay für 1 Euro, dann schlage ich immer zu. Wie stellen Sie Komik her? Wie ist Ihre Überlegung dabei? Durch Brüche? Ja, das ist eine gute Frage. Durch Brüche und dadurch, dass die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird und dadurch, dass ich mir den Spaß gönne, manche Sachen für die Mehrheit der Zuschauer nicht lustig scheinen zu lassen. Man kann Witze machen, die funktionieren höchstens bei der Hälfte der Zuschauer. Die anderen
verstehen den Zusammenhang nicht, weil sie das nicht kennen, weil sie, ist nicht schlimm. Weil die gehören dann zu denen, die bei anderer Gelegenheit lachen, dann lachen die anderen nicht, die vorher gelacht haben. Ich glaube, dass das Problem ist, bei den meisten, die auf der Bühne stehen, dass sie glauben, es immer erklären zu müssen. Weil dann sind diejenigen, die es vorher nicht verstanden haben, fühlen sich blöde und sagen, ach so. Und die, die es verstanden haben, sagen, ja, leck mir am Arsch, ich habe es doch verstanden, warum erklärt das denn noch? Man hinterlässt unzufriedene Leute. Ich glaube, dass, ich bin fest davon überzeugt, dass beispielsweise die Late-Night-Show, die Anke Engelke mal moderiert hat, daran kaputt gegangen ist. Sie hat jeden Gag erklärt. Harald Schmidt hat nie einen Gag erklärt. Es war ihm scheißegal, ob die Leute das verstehen oder nicht. Leider hatte er nachher ganze Sendungen, die keiner verstanden hat. Aber ich muss sagen, er war irrsinnig reaktionsschnell. Er war in diesem Late-Night-Talk-Bereich, ja, gibt es keinen in Deutschland, der ihm das Wasser reichen kann, bis heute. Ich weiß noch ganz genau, dass er mich fragte, was haben Sie denn im Bundestag gemacht? Ach, sag ich, das Übliche, wir haben beschlossen, dass die Leute, die da sitzen, wieder mehr zahlen müssen und wir beide weniger. So habe ich das gesagt. Ja. Und der Saal lachte natürlich und er reagierte sofort und sagte, aber Gysi, ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass ich das anders sehe. So, nicht schlecht, ne? Nicht. Nein, das ist gut, das ist sehr gut. Und der hat sich leider kaputt gesendet, ja, als Sat.1 5 Shows in der Woche gezeigt hat, das war zu viel. Und danach hatte er keine rechte Lust mehr. Und er hatte sich da ja mit dieser Late-Night-Show so einen kleinen Planeten gebaut, klar, mit den ganzen Leuten, die links und rechts saßen. Das war ganz wunderbar und dann ist der Beweis dafür, dass man manchmal ist ein bisschen weniger mehr, also ja, dreimal in der Woche gesendet hat, war besser. Ja, Maß wahren ist immer schwer, das stimmt. Sie waren und sind häufig Gast im Schmidt-Theater Hamburg, im Mainzer Unterhaus, im Bremer Fritz-Theater, im Duisburger Grammatikow. Ein russischer Geiger, der den Inhaber dieses Theaters so sehr beeindruckt hat, weil er mit 82 ein 3-Stunden-Konzert gegeben hat. Das hätte mich auch beeindruckt. Ja. Und im Berliner Quatsch-Comedy-Club, so wie dort dann auch bei den Wühlmäusen. Ja, da bin ich heute Abend. Das müssen Sie mir mal erklären. Was ist Ihr Lieblingsspielort? Der Lieblingsspielort ist das Schmidt-Theater in Hamburg. Das ist mein Zuhause. Da kenne ich jeden. Ja. Ich kenne jeden Kellner, jeden Techniker, jeden Inspizienten. Ich kenne alle. Und die nehmen mir alles ab. Ich brauche mich dann nur auf meinen Kram konzentrieren. Und ich fühle mich da sehr zu Hause. Welches ist Ihr Lieblingspublikum? Auch das Hamburger? Die kommen ja aber ein bisschen schwerer aus der Hüfte, nee, das stimmt als nicht. Im Süden. Nein, das stimmt nicht. Also ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Das beste Publikum ist eindeutig, und da weiche ich nicht von ab, in Leipzig. Ist mit Abstand das beste Publikum. Das stimmt, die sind ja auch reisefreudig, die sind unter... Wirklich, ja, sind sie. Die sind ganz schnell, die lachen, bevor die Pointe ausgesprochen ist. Die wissen, was... Nein, ich meine das ernst, die wissen, was kommt. Oder die können sich denken, was kommt. Und da spiele ich unheimlich gerne. Und ansonsten spiele ich natürlich gerne in Duisburg oder überhaupt im Ruhrgebiet, weil da kann ich Bezüge herstellen, die kennen die Leute und... Da kann ich Witze so klein runterbrechen, nur auf Stadtteile nachher irgendwann noch. Und das funktioniert ja im Zweifel dann immer noch viel besser, als wenn du uralte, abgedroschene Sachen zwischen Köln und Düsseldorf bringst. Ja. Wenn du sagst, auf der und der Straße in dem Stadtteil, die würden ja niemals auf die Straße gehen. Die Separatisten sind überall und desto kleiner es ist, umso mehr wollen die Leute für sich sein. Das macht mir großen Spaß. Also jetzt müssen wir mal zum Fernsehen kommen. 2007 war Ihr erster TV-Auftritt. Welcher Zufall hat dazu geführt? Mein wirklich erster Fernsehauftritt, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und zwar nicht, weil er so toll war. Ich wusste bis gerade gar nicht, dass er 2007 war. Ich staune sowieso, wie sehr detailliert Sie also, das alles wissen. Also wenn Sie Fragen zu Ihrer Biografie haben, können Sie... Sehr gut. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Sie als Ghostwriter für meine Biografie nehme.
Es war ein Auftritt beim NDR und die Sendung hieß Lachen und Stimmung aus Lüders Krug. Die Sendung war unglaublich. Da sind Leute aufgetreten, da hoffe ich, dass die nie erzählen, dass sie mal mit mir in einer Sendung waren. Und da habe ich 20 Minuten sollte ich da spielen, das lang. Ich habe dann gesehen, dass die Gäste, die in dieser Pseudo-Kneipe saßen, in Lüders Krug, wurden aus dem Hamburger Umland, aus Altenheim, dahin gefahren. Ich finde das generell ja schön, da kommen die Leute mal raus, aber... Hören Sie zu, bei meiner Partei sieht das nie anders aus. Es gibt Parteien, die würden die Busse nicht mehr vollkriegen. Und, und ich, ja, der war gut. Und dann war es aber so, ich hatte zwei Nummern. Die eine ging um Facebook und die andere beschäftigte sich mit Schlagertexten. Und die wollte ich eigentlich gar nicht machen. Und dann habe ich die gemacht und dann habe ich wirklich, Sie kennen das, du sitzt da bei so einer Fernsehsendung. Es ist heiß, du denkst, das Publikum will das alles gar nicht. Die wollten noch irgendwie so ein Lied hören. Und ich erzähle da und nach 10 Minuten sagt der Regisseur, sag mal, wieso ist denn gar kein Licht? Und das hatte dann zur Folge, dass ich wieder neu beginnen sollte. Die Leute, die vorher dreimal so gemacht hatten, kannten das jetzt. Und ich wollte nur sterben. Ich fand das furchtbar. Und dann kam hinterher der leider inzwischen verstorbene Moderator dieser Sendung, das war Günter Willumeit. Das ist ein Fips Asmussen für Ortskrankenkassenmitglieder. Und dann hat der 3 Witze erzählt, die waren so unterirdisch und die Leute haben sich weggeschmissen und die Lacher hat man dann in meine Nummer geschnitten. So war das. War furchtbar. Schrecklich. Was machten Sie eigentlich im ZDF-Fernsehgarten bei Carmen Nebel und bei der aktuellen Schaubude? Also die Schaubude gibt es ja inzwischen leider nicht mehr. Da war eine der ältesten Fernsehsendungen Deutschlands, lief im dritten Programm des NDR. Da bin ich 2-3 Mal gewesen und habe Schlagertexte auseinandergenommen. Einmal im Beisein von Dieter Thomas Heck, der fand das nicht lustig. Aber inzwischen hat er seinen Frieden mit mir gemacht und anlässlich einer Sendung 50 Jahre ZDF habe ich dann da eine Laudatio auf die Hitparade gehalten und das hat mich gefreut. Da kam er, der ist inzwischen krank, und da kam er hinterher wirklich schon auch gestützt in meine Garderobe und wollte sich nochmal bedanken, weil er das sehr herzlich fand, was ich gesagt habe. Da habe ich mich drüber gefreut. Und im Fernsehgarten, da trete ich einfach gerne auf. Da gucken viele Kollegen und Ginnen und sagen immer, ja, wie kann man denn? Diese Redaktion ist wirklich völlig durchgeknallt. Die haben mir noch nie, ich war da jetzt 15 Mal, die haben mir noch nie gesagt, mach das oder lass das weg, oder aber der Satz ist zu böse. Die lassen mir da völlig freie Hand. Es ist live, kein Mensch greift irgendwo ein. Und also ich fühle mich da sehr wohl, die sind sehr nett. Und auch wenn es angeblich nicht gut ist für Leute, die unseren Beruf ausüben, in diese Sendung zu gehen, ich fühle mich da wohl. Außerdem drohen die auch noch mit Geld. Ich gehe dahin. Machen Sie 4 sind das Volk. Also 4 sind das Volk. Ja. Das ist politisches Kabarett beim ZDF. Gewesen, das hat man leider eingestellt. Ja. Haben Sie gemacht. Ja. So, ja. Und zwar unter der Moderation von Wiegold Boning. Ja. Und wie oft mussten Sie sich eigentlich Bundestagsdebatten anhören, auch die jetzigen, um Sie dann dort derart maßnehmen zu können? Nicht eine einzige. Braucht man nicht. Nein. Man ahnt das auch so. Man ahnt es und manchmal ist es sogar noch schlimmer, man weiß es. Ja. Und wenn Volker Kauder spricht, hofft man, dass es doch bitte nicht wieder richtig ist, was man glaubt und weiß. Ist es aber. Und ich habe diese Sendung sehr gerne gemacht, weil die tatsächlich in Bonn im Wasserwerk gedreht wurde. Und also jetzt ehrlich, leck mich am Arsch, das ist historischer Boden. Und da dann am Rednerpult zu stehen und dann da irgendwas zu erzählen und
was mich tief beeindruckt hat, waren diese Kästen vorne. Da hatten die Fraktionen, also als würden Sie jetzt hier rausgehen, wenn das der Sitzungssaal wäre, stellen Sie sich vor, Sie gehen hier raus und dann ist da hinten eine Wand nur mit solchen kleinen Metallschlössern. Man kennt die so im Freibad, wo man seine Börse reintun soll und Schlüssel. Und da stehen die Namen der Abgeordneten drauf, die als letzte Legislaturperiode da in diesem Bundestag waren. Und dann stehst du vor dem Schlüsselkasten von Dregger. Und da war ich begeistert. Also da war ich toll. Und also jetzt nicht wegen Dregger, sondern überhaupt diese ganzen Sachen. Du sitzt dann unten in diesen Sitzgruppen, wo die Leute, die auf der Regierungsbank saßen, die konnten über eine Treppe hinter dem Rednerpult runter. Dann war da eine Art Kantine und da hingen überall Schilder mit Abstimmung. Dann gab es so einen Klingelton, dann rannten die alle hoch, haben abgestimmt und sind wieder runter und die Karten lagen noch da und dann haben die weiter Skat gespielt und dann war der Fall erledigt. Das fand ich toll. Also das ist wirklich historischer Boden. Wissen Sie, wozu die Kästen sind? Für die Stimmkarten. Also ich habe gedacht, die packen da ihre Schlüssel und ihre Waffen rein. Die werden geöffnet vom Personal. Ja. Und dann liegen Ja-, Nein-, Enthaltekarten drin mit unterschiedlichen Farben. Ja. Und immer wenn eine namentliche Abstimmung ist, musst du die Karte holen und reinstecken. Das wusste ich Und nicht. Bei den anderen Abstimmungen, die nicht namentlich sind, da interessiert gar keinen, wie viel. Und dann sind alle raus und haben diese Karten alle geholt? Alle und holen die Karten. Und wenn du an einer namentlichen Abstimmung nicht teilnimmst, kriegst du Geldabzug. Deshalb ist es immer so voll bei namentlichen Abstimmungen. Verstehe. Macht man das heute auch noch so mit diesen Dingern? Ja. Das ist ja irre. Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Und dann hat eine CSU-Abgeordnete geschummelt. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, die war nachweislich in Nürnberg, als sie angeblich die Karte reingesteckt hat. Und seitdem gibt es Kontrollen. Auch das noch. Da hat dann einer für sie die Karte mit reingesteckt. Das geht natürlich nicht. Das soll man ja auch angeblich im EU-Parlament gemacht haben. Und da kann ich mir erst recht nicht vorstellen. Aber wissen Sie, dass es über Jahre im ZDF kein politisches Kabarett gab? Ja, in das war's. In der AD ja, aber im ZDF nicht. Ja, das ZDF hatte sich nach Notizen aus der Provinz mit Dieter Hildebrandt, dem völlig verschlossen. Und Hildebrandt war dann mit Scheibenwischer im Ersten. Und Gottlob hat man dann mit Neues aus der Anstalt, mit dem ganz wunderbaren Schramm, hat man das dann mit Schramm und Urban Priol haben die Sendung gemacht. Und jetzt im Moment wird die sehr, sehr gut gemacht von Wagner und Uthoff, die... Das ist wirklich großes Kabarett, das ist gut, das ist sehr gut. Und wissen Sie, was mir erklärt worden ist? Dass der Kohl sich beschwert hat. Klar. Über eine Kabarettsendung und dann hat der Intendant das Kabarett abgeschafft. Und der Roger Willemsen hat mir erklärt, dass er beim ZDF war und da hat er, also ist inzwischen leider gestorben, ja. Und dann hat er etwas Kritisches zu Kohl gesagt, da hat Kohl den Intendanten angerufen und da hat der Intendant zu ihm gesagt, er sollte doch eine andere Sendung machen, zum Beispiel über die Ehefrauen von Politikern. Und dann sagt er, überall, wo ich das erzählt habe, haben die Leute nur genickt. Was ja. mich aufgeregt hat, ist, dass sich keiner aufgeregt hat, wenn ich das erzählt habe. Ja, aber das war ja auch in der ARD so. Ich weiß, das war ein Skandal. Da gab es eine Scheibenwischer-Sendung, die haben Polt und Hildebrandt und Hans-Dieter Hüsch, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die haben die Texte für die Sendung geschrieben. Und da ging es gegen den Rhein-Main-Donau-Kanal. Und da hat der Bayerische Rundfunk sich ausgeklinkt aus der ARD-Schiene und haben in den 45 Minuten einen Film gezeigt, was weiß ich, über mittelalterliche Brunnen im Oberfrankenland. Daraufhin wurde diese Kabarettsendung in Kinos in Bayern gezeigt und die waren pickepacke voll. Also scheinbar scheint die Leute doch auch so ein bisschen ein Gegengewicht zu interessieren. Und war damals so und ist, glaube ich, auch heute noch so. Jetzt diskutieren Sie in Sportsendungen wie Doppelpass über Fußball. Wieso, wenn Sie leidenschaftlicher Handballanhänger sind? Das Geheimnis ist, dass ein anderer leidenschaftlicher Handballer mal zu mir gesagt hat, ich würde ja unheimlich gerne mit dir über Fußball reden, aber davon verstehst du wahrscheinlich gar nichts. Und da habe ich gesagt, doch, ein bisschen schon, Herr von Torra. Und dann hat er gesagt, ich sorge dafür, wir laden dich mal ein, wir gucken mal. Und seitdem bin ich regelmäßig, unregelmäßig da
Und mir macht das einen Riesenspaß, denn alle anderen, die da sitzen, leben auf irgendeine Art und Weise von der Fußball-Bundesliga. Entweder sind die Spieler Berater, was häufig vergessen wird, oder die sind Trainer, Manager oder Journalisten, die ausschließlich, die leben davon. Ich nicht. Und ich kann sagen, was ich will, und ich kann sagen, das ist doch eine Pfeife, ist das doch. Und dann, dann schnappen die nach Luft, und das macht mir großen Spaß. Das macht mir großen Spaß. Wobei die Rede von Trapattoni, so hieß er doch, nicht? Trapattoni, ja. Trapattoni, die war ja fantastisch. Ja, aber also, die war ja gestellt. Ja. Die haben ja die Journalisten in München angerufen und haben gesagt, also bei der Pressekonferenz kommt mal, vielleicht passiert da was. Und der hat das ja genial gemacht. Aber wirklich genial. Ich war vor allen Dingen in dem Tempo. Ja. Und dann in der Fremdsprache. Ja, ja. Das war großartig. Und Strunz, Thomas Strunz, ja. Was erlaube, Strunz. Ich hatte gehofft, der meinte den damaligen Chefredakteur der Bild am Sonntag, hat er aber nicht. Klaus Strunz. Und der lebt da heute noch von. Ja, ja. Der lebt da heute noch von. 2011, 12 haben Sie die Hauptrolle im Kapitoltheater Düsseldorf gespielt, im Musical Kein Pardon. Ja. Das ist von Harpe Kerkeling und Thomas Hermanns. Ja. Und zwar als Opa Schlonske. Ja. Jetzt würde mich als erstes interessieren, wie ist Ihre Beziehung zu Harpe Kerkeling und zu Thomas Hermanns? Es war so, diesen Film, muss ich ganz kurz erzählen, Kein Pardon, den gibt es seit 1992. Wenn Sie noch nie gesehen haben, gucken Sie sich den an, mit das Lustigste, was in Deutschland produziert wurde. Ein Film von Harpe Kerkeling. Und diesen Film liebe ich. Ich kenne den auswendig. Ich kenne ihn wirklich auswendig. Vom ersten bis zum letzten Satz kann ich den runterbeten. Und da mitgespielt hat der unglaubliche Heinz Schenk. Und der nimmt sich und die Zunft dieser seichten Moderatoren mit einer Ironie selber auf die Schippe, die hätte ich dem niemals zugetraut. Ich glaube, das ist der lustigste Hesse. Und, und der spielt so einen Star, der furchtbar ist. Und der kommt immer rein und sagt, ich brauche diesen Scheiß nicht zu proben. Also, und diese Sätze liebe ich. Und die habe ich im Quatsch-Comedy-Club bei jeder Probe runtergeleiert. Ich brauche das nicht, ich begrüße die Idioten im Saal und den Pöbel da oben. Und dann geht das schon irgendwie. Alles Zitate aus dem Film. Und dann haben Harpe Kerkeling und Thomas Hermanns dieses Buch geschrieben. Und dann haben sie irgendwie gesagt, das muss mal gelesen werden, damit mögliche Leute, die das finanziell unterstützen können, mal eine Ahnung haben, was da passiert. Und dann hat Thomas Hermanns erzählt und dann haben sie gesagt, und jetzt brauchen wir noch einen Opa. Und dann haben sie gesagt, ja, der muss aber schlecht gelaunt sein und der muss aus dem Ruhrgebiet kommen. Und dann hat Thomas Hermanns gesagt, ja, und zwei Sekunden später haben wir dann gesagt, so, wer macht die Oma? Und das war wirklich eine der schönsten Erfahrungen da mit so einem ganzen Ensemble, das lange da in Düsseldorf zu spielen, das habe ich geliebt. Bei meiner letzten Vorstellung habe ich auf der Bühne Rotz und Wasser geweint. Das war großartig und hatte den wunderbaren Nebeneffekt. Ich konnte da über ein halbes Jahr mit Dirk Bach zusammenarbeiten, der dann in dem Jahr, wo ich ausschied, bei den Proben zum Stück Der kleine König Dezember, das im Schlosstheater von Dieter Hallervorden aufgeführt werden sollte, verstorben ist. Das hat mich damals sehr bewegt. Wissen Sie, dass der mir imponiert hat, weil ich bin ihm das erste Mal 91 begegnet, mal abgesehen davon, dass der wirklich ja auch was kann. Ja. Und da sagte der in der Öffentlichkeit, ich wähle Herrn Gysi. Ja. Ein anderer fällt mir nicht ein. Heute wäre das nicht dramatisch, aber damals, 91, ja. Das hätte ihn ja auch also vieles kosten können an Engagements etc. Was aber nicht passiert ist oder es hat vielleicht keiner mitgekriegt, ja. Also außerhalb. Aber es war immerhin öffentlich, als er das sagte. Hat mir natürlich auch sehr imponiert. Ja. Also gerade in der damaligen Zeit, ehrlich gesagt. Ja, das war ein toller Mann. Warum hat dieses Musical aber trotzdem nochmal, sind Sie mit beiden befreundet und bis heute sehen Sie sie öfter oder nicht? Ich sehe sie öfter. Thomas Hermanns ruft ein, zwei Mal im Jahr an, wenn er irgendwo spielt und es gibt dann eine Frage zu Schlagern. Zu Schlagern komme ich das noch. Dann, ja. Das ist dann schön, wenn man den nachts am Telefon hat und er sagt, ich brauche 3 Hits von Olivia Molina. Alle anderen würden sagen, wer ist denn das? Und ich zähle sie ihm auf und dann sagt er, du bist wirklich verrückt und hängt dann ein. Und hat aber gewonnen. Harpe Kerkeling habe ich noch 2, 3 Mal danach getroffen
Und der lebt ja sehr zurückgezogen und möchte sein Privatleben, was ich sehr verstehe und sehr schätze, abriegeln. Und befreundet ist viel zu viel, aber man hat hin und wieder Kontakt. Und warum, glauben Sie, hat dieses Musical so den Nerv der Leute getroffen? Weil es einfach gut gemacht ist. Die Musik war toll gemacht. Die hat Achim Hagemann gemacht, der bei den Popolskis auch der musikalische federführende Mann war. Happe Kerkeling und Thomas Hermanns haben das Buch so geändert, es war zum Brüllen komisch. Und Dirk Bach, den hast du auf die Bühne gestellt und die Menschen haben ihn geliebt. Es war vollkommen wurscht, ob er singt, ob er, es sei erlaubt zu sagen, versucht zu tanzen oder ob er einfach gespielt hat. Die Leute haben dem Mann aus der Hand gefressen. Das, wirklich, das kann man nicht anders so sagen. Und es war dadurch, dass es ein neues Musical gab. Wir waren bei den Proben dabei, wo ganze Szenen rausflogen. Es gab kein Drehbuch, was irgendjemand, der aus Amerika kommt, einen einbimst und dann wieder abhaut. Es entstand noch. Ich konnte es nicht beurteilen, ich war nie bei einem anderen Musical dabei, aber die anderen Leute, die hatten schon 1600 Mal Mamma Mia gespielt oder sowas, die haben das geliebt, weil so viel noch passierte während der Proben und dadurch entstand eine ganz besondere Atmosphäre und auch ein ganz besonderer Zusammenhalt. Das Ensemble, da habe ich heute noch zu mehreren intensiven Kontakt und beispielsweise spiele ich in ein paar Wochen in Erfurt. Und da haben sich 4 Leute aus diesem Ensemble angekündigt, die kommen dann dahin und gucken. Und daraufhin habe ich gesagt, ich fahre an dem Abend nicht mehr nach Hause. Seit 2013 sind Sie auch im Rheinischen Karneval. Was machen Sie da? Politisches Kabarett? Passt das überhaupt zum Karneval? Die Frage ist mehr als berechtigt. Manchmal frage ich mich selber, was machst du hier eigentlich? Es ist so, dass ich diese Karnevalssachen noch ein Jahr machen werde. Es ist das anstrengendste und am meisten Disziplin erforderndste, was ich je gemacht habe. Es ist mir schleierhaft, wie Leute das über Jahrzehnte machen können, wenn sie danach normal weiterarbeiten. Tun die aber nicht. Danach fahren alle 4 Wochen irgendwo in die Sonne und arbeiten dann erst wieder ab Herbst. Ich weiß warum. Es ist unfassbar anstrengend, wenn du an einem Abend, habe ich dieses Jahr gehabt, 8 Vorstellungen machst. Du brauchst einen 1000%ig zuverlässigen Fahrer, der nebenbei auch noch alles andere macht, die Technik mit Einspielern, um ehrlich zu sein, die Abrechnung macht und alles. Und du stehst immer 25 Minuten auf der Bühne, fährst irgendwo hin, gehst rauf, anderer Saal, anderes Publikum. Du weißt nie, was vorher passiert ist, wie die Leute drauf sind. Du musst die Leute so nehmen, wie sie da sitzen. Kann sein, dass die erste Reihe dreht sich geschlossen rum, weil du kein Kölsch sprichst. Ist so. Ist mir passiert, wirklich. Von wegen tolerant. Und nein, das ist wirklich so. Und, ich kenne eine Kölnerin, ich werde mal mit ihr darüber diskutieren. Machen Sie das mal. Ja. Die Kölner haben die haben 2 Probleme. Erstens, es gibt keine Redner, so wird es genannt, im Kölner Karneval, so gut wie keine. Dann sind die irgendwann auf die Idee gekommen und haben gesagt, dann nehmen wir doch Leute, die sowieso auf der Bühne stehen und reden. Die alteingesessenen Kölner sagen aber, der schwart ja gar kein Kölsch. Nee, kann ich nicht. Ich versuche es im Gegensatz zu anderen auch nicht, weil ich finde das peinlich. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, das hört man mir an und das finde ich auch gar nicht schlimm. Und dann ist es mit der Toleranz nicht so weit her. Und das ist zermürbend. Also, aber Sie machen doch ein bisschen politisches Kabarett. Ich versuche es. Ja. Nachts um 23:30 mache ich es nicht mehr. Weil dann ja, gucken die dich an und dann, wer? Und dann... Man muss da sehr vorsichtig sein. Also Sie waren bei Wieder den tierischen Ernst, bei ja. Typisch Kölsch. Da hat man mich rausgeschnitten. Bei Düsseldorf. Das möchte ich anprangern, bei ja. Wieder den Tier, weil Sie auch gerade da waren. Bei der Verleihung Wieder den tierischen Ernst habe ich so, ich fand mich toll. Das war die Verleihung an Gutenberg. Ja. Und er war nicht da. Ja. Und weil der Skandal war, sein Bruder hat dann die Rede gehalten. Ich bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt, was ist das für eine komische Veranstaltung? So was ist mir nur einmal im Leben passiert. Da bin ich zu einer Hochzeit gegangen und die Braut kam nicht.
Die waren tödlich beleidigt, haben mich rausgeschnitten aus allem und ich bin nie wieder eingeladen worden. Überhaupt im Raum Aachen nicht. Also, da bin ich persona non grata. Also wissen Sie, ich war ja jetzt auch da, wobei ich nicht nur der erste Linke, ich war auch der erste Ostdeutsche, der den Orden wieder den tierischen Ernst bekommt. Kommt alles zusammen. Und dann habe ich den Aachenern gesagt, alle 100 Jahre einen Linken, verkraftet ihr doch so katholisch, ja, wie ihr seid. Und dann haben sie 4 Sachen rausgeschnitten aus meiner Rede bei der Übertragung im Fernsehen. Ja. Und zwar erstens, was ich zu Söder gesagt habe. Ich habe gesagt, Herr Söder hat völlig recht, ich bin wirklich 30 Zentimeter kürzer als er. Aber ich finde es schade, dass er überhaupt nicht über die Größe gesprochen hat. Das war alles. Schön. Ja, schön. Alles. Schön. Das Zweite, ich habe mich über Wüselin, den Ort von Martin Schulz, noch länger ausgelassen und habe meinen Anwaltsberuf vorgeführt. Und ja, habe gesagt, aber wenn es doch einen Rechtskonflikt zwischen Aachen und Wüselin gibt, können Sie mich selbstverständlich beauftragen, Herr Oberbürgermeister, dann vertrete ich Aachen. Wenn natürlich Wüselin vorher zu mir kommt, vertrete ich auch raus. Ja. Dann alles, was ich über die Katholiken und die Evangelien gesagt habe, hätte ich Ihnen vorher raus. Ja. Und dabei habe ich nur gesagt, ich habe festgestellt, in Aachen fühlen sich die Menschen so wohl. Ich glaube, das liegt daran, dass sie katholisch sind, dass sie die Beichte haben, Strafgebete leisten und dann sind ihre Sünden los, während ich mich mein ganzes Leben lang mit meinen Sünden rumschlagen muss. Und das Zweite, ich habe gesagt, mein Vater war Staatssekretär für Kirchenfragen in der DDR. Und das hat natürlich die Redaktionsleitung gemerkt, was ich damit gesagt habe. Ja. Und den habe ich mal gefragt, ob er lieber mit den Evangelien oder den Katholiken verhandelt. Ja. Da hat er gesagt, natürlich mit den Katholiken. Und da sage ich, warum denn? Warum? Na, weil die so organisiert sind wie wir. Die haben einen Chef, der sagt, wie es gemacht wird. Und ist unfehlbar. Und dann sagt er, bei den Evangelien rede ich mit 100 Leuten, habe immer noch nichts erreicht. Ja. Und da haben sie doch gemerkt, dieser Vergleich katholische Kirche, DDR, das geht zu weit, auch rausgeschnitten. Und dann haben sie etwas rausgeschnitten, das sie auch bei der Heute-Show rausgeschnitten haben. Das habe ich schon zweimal gesagt, zweimal, ja, rausgeschnitten. Ich muss es einmal live sagen. Ich wollte gerade sagen, live, erbarmungslos, ja, egal wo. Und zwar habe ich gesagt, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass alle Dissertationsplagiate bisher aus dem Westen kamen, noch nie aus dem Osten? Der ist gut, ja, der ist sehr gut. Und das stimmt. Das setzt sich voraus. Gab noch kein einziges, zumindest kein gefundenes. Ich will ja nicht, ja, sagen. Und wissen auch, woran das liegt, kann ich Ihnen sagen. Die meisten schreiben in der Dissertation allein. Aber im Westen hattest du die Möglichkeit, dass deine Mitarbeiter die Dissertation schreiben. Und dann schummeln die natürlich. Weil sie sagen, bei ihrem Chef guckt ja keiner genau nach. Und da die im Osten das keiner gemacht hat, mussten wir das immer alleine machen. Und wenn du das alleine machst, schummelst du nicht so viele. Na gut, also, aber das wollte ich von meinen Erfahrungen achten. Das war interessant zu sehen, was sie rausgeschnitten haben. Ja. Ich hatte dann noch einen Vergleich und habe dann so getan, als... Da lege ich Wert drauf. Ich wusste, wer den Preis kriegen sollte. Hab dann aber so getan, als sollte den Franz Josef Strauß kriegen. Und hab dann gesagt, also das wäre auch nur wirklich in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ist ja klar, dass der nicht kommt. Und der Gutenberg kam ja nicht. Und dann habe ich mich verzettelt und habe so getan, als hätte mir jemand den Namen zugerufen. Und dann habe ich gesagt, gut, was? Gutenberg? Okay, nicht. Und da war aus, da war aus, da war aus. So, dann haben Sie 2013 die Nacht der Legenden moderiert. Das ist die große Hamburger Benefizgala. Es geht um die Unterstützung der Jugendinitiative Nestberg, ja, für arme Kinder und Jugendliche, und zwar für Sport- und Freizeitangebote. Ja. Glauben Sie, dass das gerade besonders wichtig ist, dass man solche Angebote für Kinder und Jugendliche ausreichend neben der Bildung Sport- und Freizeitangebote, ja, bereithält? Also ich glaube, dass Bildung das Allerwichtigste ist, generell, und zwar mit Verlaub, nicht nur für Kinder. Bildung ist das Wichtigste. Gebildete Leute wählen zum Beispiel nicht die AfD. Das kann nicht sein. Aber wir müssen uns auch beide noch bilden. Wir kennen den Plural vom Publikum nicht, also heute werde ich nachschauen. Ja. Ich kenne aber den. Nein, ich würde zu weit gehen. Und Bildung ist das Wichtigste. Aber dann müssen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ihre Freizeit gescheit zu gestalten. Und ich halte das für elementar wichtig. Und das müssen auch nicht Sachen sein, das ist mir auch wichtig, dass diejenigen, die Geld dafür geben, das als sinnvoll erachten. Die Jugendlichen müssen das als sinnvoll erachten.
wenn dann alte Busse, ausrangierte Busse vom Hamburger Verkehrsbetrieb, die werden umgebaut, das kostet 40.000 Euro. Da werden dann kleine Studios eingebaut in den Bussen, die halten dann spätabends, also spätabends 6 Uhr, in den Stadtteilen, dann gehen die Jugendlichen dahin und können Musik machen und dann werden CDs von dem aufgenommen, was sie da gemacht haben. Ich bin da einmal hingefahren. Wenn man sich das anguckt, mit welchem Feuereifer die da stehen, ihre Instrumente haben, mit welcher Genauigkeit die das genau wissen, wie sie was aufgenommen haben will. Und wenn du dann siehst, was manche Unternehmen an Gewinnen machen, dann ist das fast schon eine Unverschämtheit, dass dieser Bus nur 2 oder 3 Mal in einer Stadt, wo so viel Geld steckt wie Hamburg, da nicht häufiger ist. Ich habe mich bei dieser Moderation, bei der ersten, so darüber in Rage geredet, dass ich selber in der Pause, habe ich mit niemand abgesprochen, das war mir wirklich wichtig, auch nicht mit Beckmann oder mit denen, die das organisiert haben. Ich bin selber hingegangen zu den Leuten, wo ich wusste, die haben so viel Geld, das ist scheißegal. Ich bin zu HSV, ich bin zu Raphael van der Vaart gegangen und habe gesagt, du gibst jetzt 10.000 Euro. Und seine damalige Partnerin hat gesagt, Raffi, das machen wir. Damit war es entschieden. Damit war es entschieden. Aber ich bin auch zum Chef der Haspa gegangen und zu anderen Leuten, wo ich wusste, die haben genug Geld, und bin nach der Pause hingegangen und habe Reinhold Beckmann, ich gucke da hin, weil der saß da so von mir aus gesehen, und habe gesagt, Reinhold, egal wie viel Geld heute zusammenkommt, dieser Nightliner, da brauchst du dir keine Gedanken drum machen, die 40.000 Euro habe ich besorgt und habe den namentlich genannt und habe gesagt, und übrigens, mehr gibt es nicht dafür. Ich habe jetzt euren Namen gesagt, jetzt einmal Applaus für alle und dann Kohle abgeben. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich finde das ungeheuerlich, und das sage ich jetzt nicht, weil ein Politiker, der diese Meinung Zeit seines Lebens vertreten hat, ich finde es ungeheuerlich, wie das Geld in diesem Land verteilt ist. Das stimmt auch, das stimmt strukturell und auch innerhalb der Bevölkerung. Beide Sachen. Beides. Beide Sachen, das ist das Entscheidende. Wie kommen Sie mit berühmten Fußballstars von Kaiser bis Matthäus hin? Geht das? Sind die schlichter, als man denkt? Das ist sehr... sehr fein, sehr fein mit dem Florett. Jetzt habe ich aber wirklich die Arschkarte. Nein, es ist da wie überall. Es gibt Leute, mit denen unterhalte ich mich sehr lange und sehr gerne. Positive Beispiele darf man ja sagen. Thomas Helmer zum Beispiel ist ein sehr angenehmer Mann, mit dem man sich auch sehr gut über viele andere Sachen unterhalten kann. Es gibt aber auch Leute beim Fußball, ich sag mal, über das Erklären der Viererkette, dann hast du aber auch alles erreicht. Das weiß man manchmal sehr schnell. Darf ich Ihnen was erzählen? Wenn ich mal im Olympiastadion war, weiß ich was, bei einem Spiel, zum Beispiel Dortmund-Bayern. Und so. Ja. Und da war ja dann auch Kaiser und Hoeneß. Und Hoeneß kann natürlich Linke nicht leiden. Das hat er mich auch spüren lassen. Und Kaiser hat mich sehr herzlich begrüßt. Das war so. Ja. Er war dann nicht nett. Und dann waren sie im Keller. Ja. Und der Einzige, der mit ihnen gesprochen hat, war ich. Die waren wieder da. Ja. Verstehen Sie? Plötzlich redete niemand mit Hoeneß. Ja, und mit das Beckenbauer redet im Moment überhaupt keiner mehr. Und auch und das ist eine Unverschämtheit. Und wissen Sie, wie der Beckenbauer mich dann begrüßt hat? Herr Gysi, dass ich Sie wiedersehe, das freut mich aber. Ja. Aber ich war ein bisschen gerührt, weil Sie wissen, wenn einer im Keller ist, kann ich nicht so sein. Wenn der ganz oben ist, ist es mir wurscht. Aber wenn er im Keller ist, dann unterhalte ich mich gerne mit Ihnen. Weil dann kriegen die auch menschliche Züge, glauben Sie. Das stimmt. Ich finde das im Moment wirklich eine Sache, die angeprangert gehört. Ich finde das eine Unverschämtheit, wie von allen Seiten im Moment mit dem Beckenbauer umgegangen wird. Haben Sie mal ein Bild von dem gesehen in letzter Zeit? Der ist im halben Jahr um 3 Jahre gealtert, mindestens. Ich finde das so ungeheuerlich. Ich weiß, Korruption ist ein Straftatbestand. Aber die wollen mir doch nicht erzählen, dass ein Weltereignis wie eine Fußball-Weltmeisterschaft stattgefunden hat, ausgerichtet von dem korruptesten Laden, den man sich vorstellen kann, nämlich von der FIFA. Da geht der Beckenbauer hin und soll dieses Ereignis ins Land holen. Was haben die denn gedacht, wie der das schafft? Indem der den Brüsseler Waffeln kocht oder was? Das ist doch lächerlich. Das ist doch verlogen bis hinten gehen.
Und dann, als der ganze Mist hochkommt, war es jetzt ein einziger. Außer dem Beckenbauer hat das keiner gewusst. Das ist so eine verlogene Dreckstruppe. Ich hoffe, dass die da wirklich alle noch Beweise finden, dass die, die da immer erzählen, wir konnten das gar nicht wissen, das haben ja nur zwei Leute gemacht. Ein Ereignis in der Größenordnung wird von zwei Männern bearbeitet. Das ist doch lächerlich. Ja. Ich reg mich bestimmt nicht schnell auf, aber das ist eine Frechheit. Übrigens, bei den Olympischen Spielen ärgere ich immer meine Fraktion. Die sind ja dagegen, dass das in Hamburg und Berlin stattfindet und so. Volksentscheide sagt mehrheitlich nein. Sag ich, wollt ihr die verbieten, die Olympischen Spiele? Sagen sie nein. Dann sage ich, also dürfen die nur noch in Saudi-Arabien und Katar stattfinden? Weil da gibt es ja Diktatoren, die ordnen das einfach an. Ja, wie? Naja, sag ich, wo denn? Also es ist doch auch interessant. Ich bin ja immer für Logik, also ein bisschen zu Ende denken. Ja. Dann müsste man sie verbieten. Da bin ich aber wieder strikt dagegen. Ich bin nur dafür, sie vollständig zu entkommerzialisieren. Ich weiß bloß nicht, wie man das erreichen soll. Das wäre mir das wär wichtig. Wissen Sie was, bei Olympischen Spielen interessiere ich mich plötzlich fürs Bogenschießen. Ich meine, sonst gar nicht, aber bei das ist das Allerletzte. Ein Freund hat nach den Olympischen Spielen in Rio zu mir, ich weiß genau, worauf Sie anspielen, gesagt, hast du gestern Nacht Bogenschießen gesehen? Da habe ich gesagt, sag mal, hast du gekifft oder was ist los? Da könnten doch sonst die Weltmeisterschaften bei schönstem Wetter im eigenen Garten mit freiem Eintritt stattfinden. Da würde keine Sau hingehen. Aber alle vier Jahre sagen Leute, oh, Bogenschießen, das sollte man aber mal öfter zeigen. Das ist ja interessant zu sehen. Scheiß. Wie ist Ihr Verhältnis zu anderen Stars wie Ina Müller, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Roland Kaiser? Ich bringe Sie extra ein bisschen durcheinander. Ja, das ist das Perfide daran. Denn Ina Müller ist ein Schatz und die mag ich sehr, die mag ich auch persönlich sehr, weil das eine wirklich wunderbare Frau ist. Peter Maffay? Peter Maffay habe ich nur mal einmal kennengelernt im Doppelpass. Und ich kann den leider nicht so wunderbar imitieren wie Jürgen von der Lippe. Der kann ja schon so gucken wie der. Man muss anerkennen, der Mann ist seit über 40 Jahren im Showgeschäft. Also wird er was können, davon bin ich überzeugt. Aber mir erschließt sich nicht, wie ein Mann sich in dem Alter hinstellt und teilweise für Veranstaltungen des Springer-Konzerns auftritt, wenn er so viel Geld hat und das alles denkt, was er sagt, dann sehe ich da einen großen Widerspruch und da habe ich ein Problem mit. Und Udo Lindenberg? Udo Lindenberg hat mich geadelt. Wirklich wahr. Es war letztes Jahr im September, da war er als Gast bei der Nacht der Legenden. Und ich habe ihn interviewt und habe gesagt, und meine Damen und Herren, hier sitzt Udo Lindenberg. Und die, in Hamburg, die haben gejohlt. Da habe ich gesagt, vielleicht ist er aber auch einer von diesen miesen Doppelgängern, das weiß man ja nie bei dem. Und dann hat er das Mikrofon genommen und hat was gesagt. Ich sage es so, wie es ist, er hat was gesagt. Ich habe das Mikrofon zurückgenommen und habe gesagt, so, jetzt wissen wir, er ist es, wir haben kein Wort verstanden. Das war Udo Lindenberg. Und Roland Kaiser. Roland Kaiser hat mir imponiert. Als er, der spielt einmal im Jahr mehrere Tage in Dresden. Eine Open-Air-Veranstaltung, Kaisermania, kann man alles finden, wie man will. Aber er hat sich dahingestellt und hat öffentlich bei seinen Konzerten, und zwar nicht einmal, sondern jeden Abend, über die Pegida-Demonstrationen geschimpft und hat das gemacht, während Leute gesagt haben, wenn du das sagst, kommen wir nicht mehr in deine Konzerte. Und da hat er gesagt, vielleicht will ich euch ja gar nicht in meinen Konzerten haben. Das hat mir imponiert. Ansonsten gibt es bei diesen Schlagerochsen natürlich unglaubliche Pfeifen, das muss man auch mal sagen. Jetzt komme ich dazu. Sie gelten als Schlagerhasser. Warum hassen Sie Schlager? Ich hasse ihn gar nicht. Ich kenne ihn ja so alt. Das muss aber ein Kindheitserlebnis gewesen sein. Weil die Hitparade, das war unser Hochamt. Und wenn Jürgen Markus intelligente Texte gesungen hat, wie Schmetterlinge können nicht weinen. Dann habe ich gedacht, aha. Und die ganze Familie war begeistert mit so einem Kram. Genauso gut hätte er auch singen können, Koffer können nicht kotzen, stimmt auch, aber will ja keiner wissen. Und
Und dann habe ich halt immer mal ein bisschen genauer zugehört, was die da singen. Und wenn man das auseinanderpflückt, der Schlager ist schon schlimm. Ich habe im Moment eine Nummer im Programm, die ist etwas länger. Da sind Texte der Kastelruther Spatzen zu hören. Also wenn Sie mal gar nicht wissen, wie Sie sich den Tag versauen sollen. Die CD von denen heißt Die Sonne scheint für alle. Und ist, um das Ergebnis nicht vorwegzunehmen, ungewöhnlich. Aber die Hitparade, ja, am laufenden Band von Rudi Carrell, was, ja, hat Sie an der gestört? Bei Rudi Carrell hat mich gar nichts gestört. Also den fand ich großartig. Und wenn man sich teilweise heute uralte Sendungen anguckt, sieht man, was das für ein akribischer Arbeiter gewesen ist. Da war nichts dem Zufall überlassen, nichts. Der Mann war so tausendprozentig genau, der hat sich auch nicht mit, ja gut, dann machen wir es halt so, abfinden lassen. Der war toll. Aber diese Hitparade, da wurde ja so eine, das ist ja ähnlich wie bei der Volksmusik heute noch, da wird ja so eine heile Welt vorgegaukelt und die haben sich alle gern. Die haben sich natürlich nicht gern gehabt. Die haben da gesessen und 7 Leute sind angetreten, einer wurde Erster, die anderen 6 haben den gehasst. Weil aber die wollten so Erster werden und so haben dann gesagt, ach, ihm gönne ich es besonders, ihr blöde Sau. Und das wurde immer untermauert und die Leute wurden so überhöht. Die waren alle gottgleich. Und da, wenn man sich das künstlerische Schaffen dieser Menschen im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, da gab es dann doch Ausnahmen, wo das nicht galt. Aber ich muss Ihnen auch eins sagen, Rudi Carrell hat mir mal angeboten, sogar mich im Wahlkampf zu unterstützen. Habe ich nicht gemacht, aber ich fand das Angebot wirklich richtig nett, muss ich sagen. Ja. Und zum Zweiten hat er mich zu 7 Tage, 7 Köpfe eingeladen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich bin kein Kabarettist. Ich weiß mich da auch nicht zu benehmen. Ich sagte, Herr Gysi, kommen Sie, Sie machen sich beliebter, als Sie sich das vorstellen. Weil die Art der Sendung, ganz egal, was Sie da sagen, verstehen Sie, ja, hebt Sie auf ein so. Das hat er so gemacht, also weil er darunter litt, wie ich behandelt wurde. Ja. Auch wieder interessant. Ne? Ich glaube, wenn man, es gibt 2, 3 Bücher, die ich alle gelesen habe, über Rudi Carrell. Mein Gott, mein Gott. Mein Gott. Und da glaube ich, dass das, also ich würde es ihm abnehmen, dass er sagt, er kann das nicht haben, wenn jemand so runtergeknüppelt wird. Ja. Weil das rührt ein bisschen auch von seiner eigenen Geschichte und der seines Vaters her. Ich glaube ihm das. Sie machen jetzt mit Mary Rose, die ja ein Schlagerstar ist, ja, ein Tourneeprogramm unter, ja, dem Titel Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Ja. Damit ist auch erklärt, was in der Garderobe zu sein hat. Ja. Wie konnten Sie gewinnen, Ihre eigene Berufstätigkeit zu verarschen? Wissen Sie, was die Wahrheit ist? Es war umgekehrt. Sie hat mich gefragt. Es war? Ja. Sie hat mich gefragt. Wir haben uns mal bei einer Gala getroffen und dann in 1, 2 Fernsehsendungen. Und da kam sie nach einer Aufzeichnung zu mir und hat gesagt, da waren wir per Du, und da hat sie gesagt, darf ich dich was fragen? Und da sage ich, natürlich. Und da hat sie gesagt, könntest du dir vorstellen, mit mir ein bitterböses Bühnenprogramm zu machen? Richtig böse. Und ich habe keinen Augenblick überlegt. Ich habe sofort gesagt, ja. Und weil diese Frau ist großartig, die kann mehr als viele andere, die mit ihr in einer Sendung auftreten, zusammen. Die hat einen internationalen Ruf nach wie vor. In Frankreich ist sie nach wie vor ein Star. Da gibt es keine Weihnachtsshow, wo Mary Rose nicht so eingeladen wird. Die hat 14 Tage das Olympia in Paris gefüllt. Ist die einzige Deutsche, die bei der Muppets-Show war. Die ist obendrein eine wunderbare, warmherzige und schräge Frau, und ich bin da sehr stolz, dass ich nicht nur mit ihr arbeite, sondern dass ich inzwischen sagen kann, das ist eine Freundin. Und nehmen Sie auch mal einen Schlager von ihr dort auseinander? Nicht in der Form, wie ich das bei den anderen mache. Nein, weil das geht nicht. Das Programm ist so gebaut, sie steht dann da und singt und ich sitze auf der Bühne. Ich gebe durch Gesten und anderes zu verstehen, indem ich mir ständig Schnaps reinschütte, wenn sie singt, gebe ich zu verstehen, was ich davon halte. Aber das muss nonverbal sein, weil ich kann nicht ihren Auftritt unterbrechen, das geht nicht. Und der Spruch Nutten, Koks und frische Erdbeeren stammt von Heino? Ja,
Und ich kann es ganz schnell erzählen. Ja. Heino erklärt immer, dass wenn er irgendwo auftritt, steht im Vertrag, in seiner Garderobe müssen Nutten, Koks und frische Erdbeeren sein. Der Mann ist 78 und ist unglaublich lustig. Und ich war mit ihm in einer Fernsehaufzeichnung in Halle an der Saale. Und da sieht er, dass sein Manager kommt und sagt zu mir, wir hatten die Garderoben gegenüber, ich mache jetzt mal was. Und guckt, und als der reinkommt, brüllt er den an, da bist du ja endlich, komm mal sofort her, weißt du, was hier wieder passiert ist? Hier fehlen schon wieder die Erdbeeren. Das fand ich wunderbar. Habe ich so gelacht, da habe ich gesagt, mit dem Satz muss man irgendwas machen. Ja. Und Mary kennt diesen Satz auch schon über Jahrzehnte, weil er erzählt den überall. Und da haben wir gesagt, so nennen wir das Programm. Aber wissen Sie, dass es mir mit ihm so ging wie ihn? Ich hielt den immer für einen Rechten. Also überhaupt so wie der Volkslieder sang und so, ja, dachte ich. Und seine Brille dachte ich, oh Gott. Und dann habe ich den zufällig im Hotel kennengelernt. Der ist überhaupt nicht rechts. Der überhaupt ist eher nicht links, der ist schwer in, ja, Ordnung. Ja, ja, der ist absolut. Ehrlich. Aber das ahnt man, ja, nicht. Ja? Das ahnt man, ja, nicht. Nein, der ist wirklich schwer in Ordnung. Und der ist zweimal mit seiner Frau in dieses Programm gekommen und schmeißt sich da regelmäßig weg. Und ich habe eine Nummer mal, da habe ich sein Lied Blaublüte Enzian auseinandergenommen. Er hat über viele Jahre alle verklagt, die ihn parodiert haben, die all sowas gemacht haben. Und dann gab es eine Fernsehsendung bei der Maischberger und da sollte ich der Überraschung, da waren sie auch, bei Ich stelle mich. Und ja, da war ich der Überraschungsgast für Heino. Und Maischberger hat ihn gefragt, wieso haben Sie den nicht verklagt? Und da hat er gesagt, der verarscht mich, aber der macht's mit Respekt. Das fand ich schön. Ja, das stimmt. Fand ich einen schönen Satz. Also, Sie haben ein Buch geschrieben, Hausmeister Kaleschke. Warum haben Sie eigentlich nur ein Buch geschrieben? Das war, um ehrlich zu sein, waren das Radiokolumnen. Und bevor ich die weggeschmissen habe, gab es in Duisburg einen Verlag. Die haben gesagt, sollen wir das nicht drucken? Und dann haben die das gemacht und danach bin ich nie wieder gefragt worden. Mhm. Aber die Auflage ist natürlich komplett vergriffen, das ist ja klar. Ja, das ist auch klar. Wir müssen uns jetzt etwas beeilen. Können Sie mir einen Satz sagen zu folgenden, Sie haben das schon angedeutet vorhin, trotzdem, zu Trump? Ja, habe ich gesagt, ist ein Rassist, ein Sexist, er ist homophob und es ist ungeheuerlich, dass ein Mann mit diesem Format Präsident der größten westlichen Macht werden kann. Zu Flüchtlingen. Flüchtlinge, ich finde, es ist selten ein Thema so übertrieben worden in Deutschland wie das mit den Flüchtlingen. Es gibt einen Mann, der hat einen sehr klugen Satz gesagt, den sage ich seitdem, wenn ich darauf angesprochen werde, auch immer. Es ist ungeheuerlich, wie diese Flüchtlingsthematik die AfD hochgespült hat. Und das Schlimme ist, dass man sich mit diesen Idioten immer nur über Flüchtlinge unterhalten kann. Ich würde mich viel lieber, der Satz ist von Ihnen, deswegen, ja, sage ich. Der, aber er stimmt und ich unterschreibe ihn, denn es wäre viel wichtiger, sich mit diesen Leuten mal über ihre anderen politischen Vorstellungen zu unterhalten, was die alles machen wollen, bei den Renten, bei Hartz IV, bei Arbeitnehmerzuschüssen. Da sollte man mal nachfragen, bevor die Leute mit Juhu sagen, ja, die sind super, weil die sind genauso doof wie ich und kreuzen das dann an. Das geht nicht. Also ich finde, das Thema Flüchtlinge ist übertrieben. Ich bleibe dabei und auch wenn es manchmal als nicht schick gilt, der Satz, wir schaffen das, so falsch war er nicht. AfD übersetzen Sie anders? Wie übersetzen Sie AfD? AfD ist wirklich eine Albernheit für Deutschland. Also Sie haben auch mal gesagt, eine Alternative für Doofe. Ja, das auch. Ja, ich habe auch gesagt, ich gründe die AAFD, die Alternative für die Alternative für Deutschland. Da gibt es viele Sachen, aber eine Alternative für Doofe ist es allemal. Sagen Sie mal, Sie sind süchtig nach Hardrock-Cafés. Ja. Warum? Ist das nicht laut? Das ist mir scheißegal. Wenn ich in einer Stadt bin, wo ein Hardrock-Café ist und ich komme da nicht hin und kann mir nicht so ein Schnapspinneken kaufen, und eins dieser T-Shirts, dann bin ich sehr unglücklich. Ich war mal auf einem Kreuzfahrtschiff, das hielt in Hurghada in Ägypten. 2000 Leute haben das Schiff verlassen.
1999 gingen nach rechts zum Schrand und einer fuhr mit dem Bus in die Stadt. Aber ich habe das Schnapsglas bekommen. Das verstehe ich. Was stört Sie außer den Teelichtern an IKEA? Alles. Ich hasse diesen Laden. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich will da nicht hin. Ich will nicht an endlosen Gängen vorbeilatschen, bis ich endlich an der Kasse bin. Und dann steht meine Partnerin und sagt, aber guck mal, die Lampe ist doch schön. Nein, sie ist nicht schön. Und wir brauchen sie vor allen Dingen überhaupt nicht. Und dann stehen auf dem Parkplatz Leute, die feststellen, dass ein Schlafzimmerschrank nicht in einen Fiat 500 passt. Es ist nicht auszuhalten. Es ist nicht auszuhalten. Ich finde das furchtbar. Und auf einmal fressen alle schwedische Frikadellen. Und es ist schrecklich. Ich hasse diesen Laden. Warum hassen Sie die Linsensuppe? Ich mag, wo es Linsensuppe gibt, stehe ich auf und verlasse den Raum, das Lokal oder irgendwas. Ich behaupte wirklich, ich probiere alles. Es gibt zwei Sachen, die... Woher wissen Sie das? Das ist wirklich irre. Nein, ich mag keine Linsensuppe und keine Graupensuppe. Das esse ich nicht. Ich würde sonst vieles probieren, was ich noch nie gegessen habe. Diese beiden Sachen esse ich nicht. Stimmt es, dass Ihre Mutter schlecht kochte? Meine Mutter war die schlechteste Köchin, zumindest duisburgweit. Ich habe immer gesagt, ich heirate eine Frau, die besser kocht als meine Mutter. Jetzt habe ich eine, die säuft wie mein Vater. Das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. Sind Sie wirklich so ordnungsliebend? Ja. Oh ja. Auch pedantisch? Ich würde diese Karteikarten so nie liegen lassen. Die gehören so und dann gehören die da ans Eck. So ist wunderbar. Das schön. Wunderbar. Es ist reiner Schutz. Ich bin so faul, ja, und ich finde nichts. Ja, das deswegen ich. Ja, halte ich Ordnung. Nur sagen deshalb. Sie das? Sie mögen die Musik von Klaus Hoffmann und Udo, ja, Lindenberg, aber die unterscheidet sich doch ein bisschen, die Musik. Ja, das stimmt, aber ich bin ja froh, dass ich... Wenn ich morgens wach werde, hoffe ich nie, gleich zu sein und jeden Tag gleich gestimmt zu sein. Und es gibt, wenn ich Ruhe haben will und wenn ich nach dem Auftritt nach Hause fahre oder in die nächste Stadt fahre, wir sind ja alle Ein-Personen-Zirkus-Veranstaltung, dann liebe ich es, Klaus Hoffmann zu hören, den ich wirklich sehr, sehr schätze und der, wie ich finde, sehr intelligente Texte zu wunderschöner Musik macht. Ein Magazin nannte Sie mal den Gute-Laune-Bär aus dem Ruhrpott. Mhm. Geht das für Sie in Ordnung? Die Klage läuft. Nein, gegen Ruhrpott habe ich logischerweise gar nichts. Und Gute-Laune-Bär, weil ich auf der Bühne halt hauptsächlich schimpfe und Sachen anprangere, ist das von den Redakteuren, und Sie kennen das auch, dann gern genommen, weil sie glauben, alle Klischees sind damit abgedeckt und das schreiben die dann halt immer wieder. Gibt es eine Sendung, ein Programm, von dem Sie träumen, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch mal machen, das würde ich bewerkstelligen, hinbekommen? Ich selber oder als Zuschauer? Nein, Sie selber. Ich würde gerne eine Talkshow machen. Die würde ich sofort machen, mit zwei Gästen, mehr nicht. Zwei Gäste, die nichts miteinander zu tun haben dürften. Und dann versuchen herauszufinden, wie die Menschen, die da sitzen, miteinander klarkommen, obwohl sie eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Gemeinsamkeiten suchen, aber auch Abgrenzungen suchen, weil ich auch das manchmal wichtig finde. Diese ständige Harmoniesoße über alles ist manchmal auch nicht gut. Das stimmt. Manchmal ist es auch mal schön, wenn man sagt, der eine steht da und der andere steht da und die werden sich nie treffen. Solange sie bei ihren Positionen bleiben, ist es ja in Ordnung. Ich habe immer Schwierigkeiten mit Menschen, die heute nett sind und morgen ein Arschloch. Mir ist recht, wenn einer immer ein Arschloch ist, dann weiß ich's. Und mir ist auch recht, wenn einer immer nett ist. Wenn das wechselt, habe ich ein Problem. Ich muss Ihnen sagen, meine Lieblingsvorstellung war immer früher, dass ich eine Talkshow kriege, wo vier Journalisten sitzen. Und ich die immer frage und sage, aber in anderthalb Minuten erklären Sie mir, wie Sie die Massenarbeitslosigkeit... Sie hätten folgendes Problem, Sie hätten nicht einen Gast gekriegt. Nee, natürlich, ja. Und die wissen auch, warum. Ja.
Jetzt wollte ich Sie bitten, uns noch einmal etwas zu sagen, aber bevor Sie das machen, weil ich danach nicht mehr zu Wort komme, zu Recht, möchte ich Ihnen etwas mehr Ruhe und Entspannung wünschen. Das gönne ich Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen immer sehr gute Ideen und dass Sie uns, dem Publikum, weiterhin und möglichst dauerhaft für unsere Unterhaltung, aber auch für unsere Besinnlichkeit und auch zum Nachdenken in jeder Hinsicht erhalten bleiben. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr. Ja, und ich sehe ja so mit der Zeit, die wir jetzt hier den Nachmittag verbracht haben, wie die eine oder der andere von Ihnen denkt, wie lange macht der noch? Ne? Wie lange macht der noch? Man weiß es ja nicht. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich beantworten, wenn Sie fragen, wie lange macht der noch? Ich weiß es ja selber nicht. Ne? Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich zu Gast war und auch gerne zu Gast war. Nee, man weiß es ja nicht, wie lange man noch macht. Ne? Man weiß es ja wirklich nicht, wie lange macht man noch. Und da gibt es viele, die sagen, das ist auch gut so. Das ist gut, dass man das nicht weiß. Aber stimmt das? Ist das so? Guck mal, wenn du beim Fußball 1:0 zurückliegst und sind noch 10 Minuten zu spielen, dann spielst du anders, als wenn du weißt, das kann auch ewig laufen. Wie lange noch? Keiner weiß es genau. Und man macht sich da auch eigentlich selber andauernd was vor, weil man denkt, geht alles immer so weiter. Wie lange noch? Guck mal, alle 4 Jahre sind Olympische Spiele. Alle 4 Jahre eine Fußball-Weltmeisterschaft. Wie viele Eröffnungsfeiern sehe ich noch? 4? 5? Ich weiß es nicht, aber es sind nicht viel. Wie lange noch? Die Frage nach der Zeit ist irgendwann wichtig. Ne? Von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, kannst du die Tür rausgehen. Ändert sich in deinem Leben alles von jetzt auf gleich. Und danach hast du nur noch einen einzigen Wunsch. Du willst, dass alles wieder so ist, wie es vorher war. Und das geht dann nicht. Wie lange noch? Nicht mehr lange. Ich will Ihnen nur noch kurz von meinem Opa erzählen. Mein Opa hat immer, solange ich denken kann, seine Armbanduhr 5 Minuten vorgestellt. Und dann habe ich immer gesagt, Opa! Warum machst du das? Dann hat er gesagt, pass mal auf, wenn es ganz eng wird, wenn es spitz auf Knopf zugeht, dann habe ich noch 5 Minuten mehr Zeit. Zeit ist kostbar. Zeit ist das Einzige. Wenn man es dir einmal geklaut hat, kann es dir keiner wiedergeben. Das ist irreparabel. Zeit ist wertvoll. Ich habe noch nie gehört, dass jemand am Ende, also ganz am Ende, gesagt hat, ich hätte gerne ein größeres Haus. Oder, mein Gott, hätte ich doch ein besseres Auto gehabt. Am Ende wünscht sich jeder nur ein bisschen mehr Zeit. Und dann will er die damit verbringen, mit Sachen, die er versäumt. Ein bisschen mehr Zeit. Sie haben mir, Sie haben uns heute 2,5 Stunden Ihrer Zeit geschenkt. Ich weiß es zu schätzen. Wie lange noch? Ich weiß es nicht, aber für heute ist erstmal genug. Tschüss zusammen.